im Namen des Arbeitskreises und im Namen unseres Vorsitzenden Willi Bidau darf ich Sie heute recht herzlich zur 68. Landwirtschaftlichen Woche Südhessen nach 3 Jahren Zwangspause endlich wieder recht herzlich begrüßen. Sie werden sich wundern, warum ich heute hier stehe. Willi Bidau ist leider kurzfristig erkrankt. Er liegt zu Hause oder sitzt zu Hause wegen einer Fuß-OP, die er jetzt zum zweiten Mal vollzogen hat, kann leider nicht auftreten. Er lässt sich hier recht herzlich von mir entschuldigen für heute. Er wäre gerne dabei gewesen. Es wäre seine 27. landwirtschaftliche Woche gewesen. So bin ich jetzt kurzfristig für ihn eingesprungen. Und er lässt also hier recht herzlich alle Grüße an Sie ausrichten. Aber bevor wir starten, darf ich noch einige oder viele Ehrengäste persönlich begrüßen. Ich würde Sie bitten, den Applaus dann aufzuheben bis ganz zum Schluss, nicht nach jedem Einzelnen, sonst zieht sich leider ein bisschen in die Länge. Als Ersten darf ich den Bürgermeister Burger der Stadt Gernsheim begrüßen, die Frau Brigitte Lindscheid, Regierungspräsidium Darmstadt, die Frau Enders aus dem Ministerium, den Matthias Schimpf, erster Kreisbeigeordneten aus dem Landkreis Bergstraße, die Frau Eva Heldmann für den Ausschuss Landwirtschaft und auch für die Vertretung des Landkreises Odenwaldes, die Frau Ines Klaus, CDU-Fraktionsvorsitzenden, die Abgeordneten des Landtags, Kerstin Geis, Gerald Kummer, Brigitte Heitland, Sabine Bächte-Scholz, Thorsten Leveringhaus, Rüdiger Holtschuh und auch Johannes Zehfuß, Mitglied des Landtags in Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen. Er ist eigentlich fast jedes Jahr immer hier. Schön, dass die, oder immer sogar, schön, dass die Pfälzer uns auch immer besuchen. Frau Sonja Heckroth, RP Gießen, Herr Gottfried Milde, WI Bank, Andreas Sandheger, LLH, Gerald Kunzelmann, Hessische Landgesellschaft, Frau Maren Heinke, Evangelische Kirche, Herr Stefan Arras, Simone Walter, die Technikerschule, den Thomas Knöll vom Amt für Bodenmanagement, den Uwe Reinheimer von der Volksbank Darmstadt und Timo Erkmann der Kreissparkasse Groß-Gerau. Alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe, vielleicht vergessen habe oder untergegangen sind, sind natürlich herzlich auch hier willkommen. Jetzt darf ich schon einen tobenden Applaus geben. Ja, meine Damen und Herren, die aktuelle weltpolitische Lage belastet nicht nur unsere Betriebe. Nein, jeder Einzelne von Ihnen spürt jeden Tag die Verwerfung des weltpolitischen Friedens mit seiner globalen Veränderung und der Versorgung von Grundbedürfnissen und Angst nach Sicherheit. Dieses belastet jeden Einzelnen in unserer Gesellschaft und stellt Sie vor neuen Herausforderungen, und auch unsere landwirtschaftlichen Betriebe werden dadurch vor extremen Herausforderungen gestellt. Die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln jeglicher Form sind teilweise eingeschränkt. Erhebliche Kostensteigerungen in Form von Energie und Produktionsmitteln führen zu erheblichen Verwerfungen der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse. Die finanzielle Mehrbelastung der Haushalte schlägt sich in Kaufzurückhaltung nieder. Bestehende Lieferketten werden durch das veränderte Kaufverhalten der Kunden verändert. Aber nicht nur diese Herausforderungen sind wir ausgesetzt. Auch der Klimaschutz betrifft uns. Kaum eine Branche ist so stark von klimatischen Rahmenbedingungen abhängig wie die Landwirtschaft. Dürrejahre und Extremwetterereignisse erleben wir seit geraumer Zeit, was sich unter anderem durch sehr schwankende Erträge und Qualitäten unserer Produkte zeigt. Hier wirft man zum Teil der Landwirtschaft vor, dass sie Mitverursacher ist. Aber die Gesellschaft darf hierbei nicht vergessen, dass wir als Hauptbetroffenen des Klimawandels auch ein wichtiger Teil der Lösung, wie zum Beispiel durch die Erzeugung von Bioenergie, sein können. Wichtig hierfür ist auch, dass wir den Flächenverbrauch eindämmen. Diesen dürfen wir nicht nur für Siedlungspolitik und Naturschutz beanspruchen. Nein, es ist auch wichtig, dass wir diese Flächen unserer Gesellschaft und gerade in diesen Zeiten zur Nahrungsmittelsicherheit auch bereitstellen. Bei der Nahrungsmittelproduktion, egal ob auf dem Acker oder im Stall, zeigen unsere Landwirte tagtäglich mit Herzblut, dass man dies mit einem noch nie dagewesenen Qualitäts-, Tierschutz- und Umweltstandard für unsere Gesellschaft produzieren kann.
Dabei vergessen wir auch nicht, dass man Tierschutz, Umwelt- und Klimaschutz ständig verbessern muss. Wir sind bereit, Forderungen der Gesellschaft mitzutragen und mitzugestalten, wenn diese wissenschaftlich und nicht ideologisch begründet sind. Und dies muss dann auch so honoriert werden, dass Familienbetriebe davon existieren können. Wir sind aber nicht bereit, dort Einschränkungen mitzutragen, wo wir nicht Verursacher sind. Pauschalen Aussagen, dass wir an zu hohen Nitratwerten und Pflanzenschutzmittelwerten im Grundwasser oder am Insektensterben verantwortlich sind, teilen wir eine klare Absage. Dort, wo das Verursacherprinzip nachgewiesen ist, stellen wir uns den Einschränkungen und den Reglementierungen und helfen selbstverständlich, diese abzustellen. Aber ich wehre mich dagegen, einzelne Studien heranzuziehen, die dann pauschal auf uns allen Rückern ausgetragen werden, und die anderen Studien, wie sie sich ja gerade im Insektensterben jetzt wieder aus Österreich und auch aus Australien und England zeigen, die teilweise diese widerlegen, diese Krefelder-Studie, dafür sind wir nicht bereit, das einfach hinzunehmen. Landwirtschaft braucht Hauptspielraum, der ihm durch Verordnungen und Auflagen genommen wird. Dabei werden aber die Wechselwirkungen verkannt. Zielkonflikte müssen stärker beachtet werden und wir Landwirte fordern auch im Hinblick auf die diesjährigen Wahlen Folgenabschätzungen anstelle vorschnellen Reglementierungen. Damit darf ich mich bedanken, eine kleine Einführung, und darf ja, den Carsten als nächstes hier bitten. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir einen schönen guten Morgen hier in die Runde. Das ging irgendwie viel schneller, als wenn der Willi hier vorne gestanden hätte. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Ich bin ja, glaube ich, schon 6. Mal jetzt hier und meine Damen und Herren, endlich wieder in Präsenz. Das freut mich sehr. Schön, dass wir uns wieder im persönlichen Gespräch begegnen können. Ja, sehr geehrter Axel Strauß, sehr geehrter Staatssekretär, werte Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren, zwei Namen sind eben noch nicht genannt worden. Der Heinz Lotz, glaube ich, bei der Begrüßung, natürlich auch von mir, und der Gottfried Milde von der WIBank. Das waren die zwei, die ich eben nicht gehört habe. Also auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier in Südhessen. Ja, meine Damen und Herren, landwirtschaftliche Woche. Nordhessen hatten wir vor 3 Wochen schon. Dazwischen lag denn die internationale Grüne Woche in Berlin, an der ich auch ganze 11 Tage teilnehmen durfte. Ich kann Ihnen sagen, das war ein Marathon. Das hat schon einige Dinge genannt. Aktuelle Herausforderungen, Krieg, Klimawandel, die ausbrechende Pandemie, ist Corona wirklich vorbei? Das hat uns gezeigt, dass die Landwirtschaft einen sehr hohen Stellenwert hat. Und bei allen Existenz- und Zukunftsfragen ist und bleibt sie ein wichtiger Bestandteil der Lösung. Dabei steigen, und das merken wir alle, wenn wir selber einen Betrieb zu Hause haben, dabei steigen die Anforderungen der Politik und der Gesellschaft ständig an. Düngeverordnung, Axel hat es angesprochen, die neue GAP, das Vorhaben der EU-Kommission zur umfangreichen Einschränkung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes. Man muss ja den Bauern jetzt Englisch beibringen, Sustainable Use Regulation. Also ich glaube, das ist noch nicht auf allen Betrieben angekommen. Die fehlende Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung. Sie können sich vorstellen, ich habe die Grüne Woche angesprochen. Dort haben wir jeden Tag versucht, den in Berlin agierenden politisch Verantwortlichen klarzumachen, dass das, was jetzt an Vorschlägen auf dem Tisch liegt, zum kompletten Abbau der Tierhaltung in Deutschland führen wird und nicht zum Umbau. Auch da arbeiten wir ganz massiv dran, auch wenn Sie jetzt glauben, ich stehe sehr ruhig und gelassen hier vorne. Sie können sich vorstellen, ich bin selbst Tierhalter und ich sehe, was im Moment in Hessen, aber auch in ganz Deutschland passiert. Aber nicht nur das, was in Berlin und in Wiesbaden an politischen Herausforderungen kommt, vieles, was aus Brüssel kommt, ist für uns landwirtschaftliche Unternehmer nur schwer verständlich. Stets neue Hürden für unsere landwirtschaftlichen Betriebe machen die zukunftsfähige Ausrichtung beinahe unmöglich. Und ich war am Donnerstag auf einer Podiumsdiskussion bei der Firma Klaas in Hasewinkel.
Da war auch die Staatssekretärin Ophelia Nick unter anderem mit auf dem Podium. Und da habe ich hier auch nochmal ganz klar und deutlich gemacht, dass unsere jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben viel mehr Angst vor politischen Anforderungen, wo man nicht weiß, was noch kommt, als vor dem Markt, in dem wir uns bewegen. Mit Markt können wir nämlich umgehen. Dazu derzeit zusätzliche Herausforderungen durch Preissteigerungen, Axel Strauß hat es eben genannt, Gaskrise, Inflation. Jetzt, wo wir den Dünger alle gekauft haben, da fängt er an, günstiger zu werden. Ich habe das mit meinem Sohn gestern diskutiert. Ich sage, Mann, vielleicht war das eine Fehlentscheidung, aber keiner von uns konnte ja wissen, wie sieht das im Frühjahr aus. Und so sind die Entscheidungen auf den Betrieben nun mal gefallen, wie sie gefallen sind. Politik der Verbote und Auflagen gefährdet Zukunftsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe. Wir brauchen eine Politik mit Maß und Ziel. Ja, wir sind Unternehmer, wir brauchen unternehmerische Freiräume, verlässliche Rahmenbedingungen und Zukunftsperspektiven, gerade für unsere jungen Leute. Denn wir leben im Moment, und es war ja, wir Landwirte sind ja eigentlich verschrien, dass wir immer nur klagen. Wenn ich mir das letzte Jahr so angucke, das war für die Milchviehbetriebe das beste Jahr der Geschichte, das muss man ganz klar so sagen. Obwohl die Kosten gestiegen sind, wer hätte sich gedacht, dass wir mal 60 Cent Milchgeld bekommen? Ja, und auch die Ackerbaubetriebe, mal Hand aufs Herz, die zur richtigen Zeit ihr Getreide verkauft haben. Ich habe mit Werner Wald eben gesprochen. Die zur richtigen Zeit verkauft haben, auch die haben sicherlich einen guten Jahresabschluss. Aber in vielen, vielen anderen Bereichen, und Sie alle wissen das, ich will nur die Schweinehaltung erwähnen, das ist eine absolute Katastrophe, was da läuft. Und dort sind es gerade die fehlenden Rahmenbedingungen, die den jungen Leuten keine Planungssicherheit geben. Und so wird sowohl in der Schweinehaltung, aber auch im Milchviehbereich, wo es eigentlich gut gelaufen ist, wird nicht investiert, es werden keine Ställe gebaut. Das macht mir große, große Sorge für die Zukunft. Nur eine Zahl, die ich immer in den Raum schmeiße. Wir hatten in Hessen vor 100 Jahren 1,7 GV, also diese 1,7 Großvieheinheiten oder Kühe pro Hektar über alle Tierrassen hinweggesehen, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Rinder. Wir liegen in Hessen noch bei 0,3. Das muss man sich mal vorstellen, also Tierhaltung fast gegen Null. Und ich bin ja Chef der Tierseuchenkasse in Hessen. Stand 31.12. letzten Jahres haben wir keine 200 Sauenhalter mehr in Hessen. Da sind aber auch die Betriebe, die zwei Hobbysauen halten, alle mit dabei. Das macht mir schon Sorge. Das ist eine Entwicklung, die ist bei der Politik nicht angekommen. Und ganz ehrlich, wir gehen im Bereich der Lebensmittelversorgung und der Versorgungssicherheit genau denselben Weg wie bei der Energie. Wir machen uns Abhängigkeit von Ware aus dem Ausland. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir Bäuerinnen und Bauern sind und waren immer der Garant für eine sichere Lebensmittelerzeugung. Wir wollen die Ernährungssicherung, das Klima schützen und die Artenvielfalt erhalten. Man muss uns aber auch lassen, dafür dringend notwendig, auch die politischen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln. Und ich sage es hier auch ganz deutlich, wir reden immer über die regionale Lebensmittelversorgung. Wir sind bald 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Und ich wurde auch letzten Donnerstag gefragt, wie sehen Sie die Landwirtschaft in 20 Jahren? Also ich sehe schon einen deutlichen Rückgang der Tierhaltung in Deutschland. Ich sehe aber auch, dass das Wort Versorgungssicherheit in 20 Jahren eine ganz andere Rolle spielen wird. Und machen wir uns nichts vor, wir haben das die letzten Monate diskutiert, wie fürchterlich alles in Deutschland ist. Es ist so fürchterlich in Deutschland, dass alle anderen Menschen auf der Welt gerne nach Deutschland herkommen. Und auch darüber sollten wir mal nachdenken. Und wir können froh sein, dass wir noch so eine funktionierende Landwirtschaft haben und Leute, die bereit sind, regionale Lebensmittel zu produzieren. Ja, meine Damen und Herren, ich habe eben über die Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes gesprochen. Vor allen Dingen ein Verbot in sensiblen Gebieten, Naturschutzgebieten, in Vogelschutzgebieten und Ähnlichem. Man hat uns Bauern immer erzählt, wenn dort ein Schutzgebiet ausgewiesen wurde, das könnt ihr euch mitstimmen, da passiert euch nichts. Und jetzt erleben wir, wie diese Schraubzwingen enger gedreht werden. Und dann erwartet man von uns als Landwirte, dass wir sagen, okay, wir gehen weitere Schutzgebiete ein. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Das kann man mit uns Bauern so nicht machen. Und deshalb sind wir auch gegen einige Dinge. Das Naturmonument, grünes Band, ich gucke zum Staatssekretär. Ich war gestern auf dem Geburtstag eines ehemaligen Kreisvorsitzenden. Dort war der ehemalige Kreisvorsitzende von Fulda, dort war der ehemalige Kreisvorsitzende von Hersfeld-Rotenburg.
Herr Staatssekretär, die Diskussion, die hätte ich Ihnen gestern gerne mal gegönnt. Auch dort gehen uns riesige Flächen verloren. Wir haben jetzt vieles rausverhandelt, die Politik. Wir als Verband haben uns bemüht. Aber ich habe es eben angesprochen. Was ist in 5, was ist in 10 Jahren? Was wird dann aus diesem Schutzgebiet? Es geht um über 8000 Hektar landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzfläche. Und das ist doch klar, dass wir da Sorge haben, dass dort wieder Einschränkungen kommen der Bewirtschaftung, wo Lebensmittel doch so dringend gebraucht würden. Ja, meine Damen und Herren, bei der Pflanzenschutzmittelreduktion, ich komme noch mal drauf zurück, scheint es im Moment bei der EU-Kommission Bewegung zu geben. Dort sind gewisse Kompromisse in der Diskussion. Ich traf die rechte Hand von Wojciechowski letzte Woche, den Herrn Schneider. Er hat mir gesagt, das kommt anders. Ich sage hoffentlich. Und ich denke, das muss klügere Entscheidungen geben in Kooperation mit den Bauern gemeinsam. Und Herr Staatssekretär, wir haben ja auch schon über Lösungswege gesprochen. Ich bin zweiter Chef des Maschinenrings- und Bodenverbandes bei uns oben im Waldeck-Frankenberg. Wir haben jetzt auf dem Grünland eine Maschine ausprobiert, die im Allgäu entwickelt wurde. Da ging es um Ampferbekämpfung auf dem Grünland. Und diese Maschine, dort läuft eine Kamera vor der Düse. Diese Maschine ist in der Lage, 90% des Pflanzenschutzmittelaufwandes zu reduzieren. Das müssen doch die Lösungen sein, die wir anstreben. Wir Deutschen sind in der Lage, innovativ zu sein, und ich denke, es kann nur mit den Bauern gehen und nicht gegen uns. Pauschale Reduktionsziele und generelle Verbote bleiben der falsche Weg. Wir brauchen freiwillige und, ich habe es gesagt, kooperative Lösungen. Und in der Züchtung und Digitalisierung liegt ein gewaltiges Potenzial. Ich denke, dass der komplette Werkzeugkasten genutzt werden muss. Vor Weihnachten war ich auf dem Podium der Wirtschaftsförderung in Frankfurt. Dort waren die Israelis zu Gast. Die Rentenbank war dort mit unseren Start-ups. Die haben ja sehr viele im landwirtschaftlichen Bereich, die sie betreuen und fördern. Der Dr. Bock hatte 50 Start-ups im Koffer. Die Israelis kamen mit 2.500 Start-ups um die Ecke im landwirtschaftlichen Bereich. Und über so Dinge wie CRISPR-Cas redet man dort schon lange nicht mehr. Das ist längst in der Produktion angekommen. Wenn wir schon weniger Pflanzenschutz wollen, dann müssen wir auch Pflanzen haben, die vielleicht gesünder sind, die mit gewissen Trockenheiten, Situationen umgehen können. Ich denke, hier sind wir nicht mehr vorne in Deutschland. Hier müssen wir unbedingt aufpassen, dass wir nicht vom Rest der Welt abgehangen werden. Ja, meine Damen und Herren, wie sieht es aus in der Landwirtschaft? Wie ist die Stimmung? Insgesamt gibt es einige Gruppen in der Landwirtschaft. Ich habe eben die Milch angesprochen, obwohl die Preise jetzt auch wieder anfangen zu bröckeln. Den Getreide- und Ackerbau, Spargel und Erdbeeren, das brauche ich Ihnen in Südhessen nicht zu erzählen. Das war nichts im letzten Jahr. Als denn der Spargel durch die Wärme so schnell kam, haben uns denn die Lebensmitteleinzelhändler den griechischen ins Regal gelegt. Ob das die richtige Politik ist, auch bei den Lebensmitteleinzelhändlern, das wage ich sehr zu bezweifeln. Insgesamt ist das Stimmungsbild etwas besser als noch vor Weihnachten. Aber perspektivisch in die Zukunft gesehen, wenn man fragt, wie sieht euer Betrieb in 5 Jahren aus oder in 10, dann sind die wirtschaftlichen Aussichten, werden sie als schlechter bezeichnet. Und auch das ist wieder ein Indikator dafür, dass wir uns Sorgen machen müssen. Die derzeitigen Preisentwicklungen an den Agrar- und Energiemärkten haben großen Einfluss auf die Stimmungslage. Das ist ganz klar. Nicht in der Landwirtschaft, in vielen Bereichen im Gartenbau spielt Gas eine ganz wichtige Rolle. Aber gerade bei unseren Verarbeitern, Molkereien, Kraftfutterwerken, Schlachthöfen, dort ist Energie ein ganz entscheidender Faktor. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass Lebensmittel teurer werden. Das Klima ist angesprochen worden von Axel Strauß. Wir stehen sicherlich an einem entscheidenden und richtungsweisenden Punkt. Die hessischen Landwirtinnen und Landwirte wollen die notwendige Weiterentwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit gehen. Denn wir Landwirte, und das hat Axel auch angesprochen, wir sind unmittelbar betroffen durch den Klimawandel. Und bei uns in Nordhessen hat es ja noch weniger geregnet als in der Mitte. Im Süden war es sicherlich auch wenig hier. Das Grünland im letzten Jahr sah ja im Juni schon aus wie die reinste Steppe. Also ich hätte nicht mehr gedacht, dass das nochmal wieder grün wird, aber als es dann 5 Tage geregnet hat im September, da fingen die Pflanzen wieder an zu wachsen. Ist also erstaunlich, was die Natur leisten kann. Aber die Erträge waren halt in einigen Bereichen dann auch deutlich schlechter. Beim Getreide, muss ich sagen, waren wir eigentlich überrascht, wie gut die Erträge noch waren. Also auch bei uns, Mittelgebirge, dünne Böden, war es durchaus möglich, noch 8 Tonnen zu ernten. Das war schon erstaunlich. Ja, und auch in Hessen bekommen wir jetzt ein Klimagesetz. Wir können Klimaschutz als Landwirte und wir bekennen uns auch dazu.
Ob es dafür ein eigenes Gesetz in Hessen braucht, denke ich, ist fraglich. Ich denke, Hessen ist dafür die falsche Ebene, um Einsparungsziele konkret vorzugeben. Ich denke, das muss auf politischer Ebene ganz oben ansetzen. Das heißt nicht, dass wir mehr Klimaschutz in Hessen ablehnen. Man sollte sich auf Anpassungsstrategien konzentrieren. Ich denke, vorrangige Aufmerksamkeit ist auch künftig dem an den integrierten Klimaschutzplan angeknüpften Klimaplan zu schenken. Landwirtschaft muss den Klimaschutz sowie den Arten- und Naturschutz zum Standbein bäuerlichen Handels ausbauen können. Naturschutzmaßnahmen, die sowohl ökologisch wirksam als auch in die Bewirtschaftungskonzepte moderner Betriebe passen, können den Erhalt natürlicher Ressourcen und der Artenvielfalt schützen. Aber ich sage hier auch ganz klar, das wird dann eine Leistung der Landwirtschaft sein, die auch honoriert werden muss. Denn am Ende des Tages sind wir alle Unternehmer, wir haben alle Familienunternehmen zu Hause und ich denke, wir müssen am Ende des Tages unsere Familien auch davon ernähren können. Ja, meine Damen und Herren, Folgen des Ukraine-Krieges. Wir haben das alle erlebt, explodierende Betriebsmittelpreise. Ich weiß nicht, wie Sie den Stickstoffdünger in 21 eingekauft haben oder in 22. Ich habe im Herbst 21 und mein Sohn und ich, wir haben entschieden, für 41 Euro keinen Kalkammon zu kaufen. Wir haben den im Frühjahr 22 für 90 Euro gekauft. Ich bin jetzt 41 Jahre im Geschäft, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich denke, die Erfahrung muss man irgendwann mal sammeln. Aber das zeigt uns auch, dass die Räder auf den Betrieben größer werden, die wir drehen. Das Risiko wird größer, obwohl die Betriebe nicht größer werden. Und wenn du zwei Fehlentscheidungen im Jahr triffst, zwei Kontrakte falsch abgeschlossen, dann kannst du noch so gut auf dem Acker sein und noch so gut im Stall. Der Betriebsgewinn ist weg. Also das ist auch eine Erfahrung, die wir machen. Und wir sehen im Moment, dass diese explodierenden Betriebsmittelpreise auf der einen Seite, aber auch in einigen Bereichen bessere Erlöse, die führen auch dazu, dass die Schere zwischen guten und schlechten Betrieben noch weiter auseinandergegangen ist. Und auch das macht uns als Verband Sorge. Nachjustierung der Farm-to-Fork-Strategie, auch da sind wir natürlich dran, auch als Deutscher Bauernverband und des gesamten Green Deals. Hier spielt uns einfach die Versorgungssicherheit viel zu wenig eine Rolle. Ich denke, hier müssen wir sowohl in Berlin als auch in Brüssel und Wiesbaden dranbleiben. Der Vorschlag der EU-Kommission, jetzt nun auch die Rinderhaltung in die Industrieemissionsrichtlinie, bei diesen Worten bricht man sich ja schon die Zunge ab, mit einzubeziehen, ist inakzeptabel. Wir haben immer dafür geworben, mehr Tierwohl, mehr Luft, mehr offen, mehr Laufhof. Und jetzt kommt man von der anderen Seite und will die Stelle wieder einpacken. Ich denke, das sind Entscheidungen in Brüssel, wo wir massiv unterwegs sind und auch die Hochsetzung der Großvieheinheiten von 150 auf 300 ist noch nicht der letzte Schritt. Ich denke, das würde dazu führen, dass fast alle Zukunftsbetriebe mit betroffen wären. Hier müssen wir noch extrem nacharbeiten. Wir sind da dran. Ich denke, das bekommen wir auch hin. Ja, das grüne Band an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze habe ich angesprochen. Die Thüringer haben sich auf 50 Meter Breite beschränkt. Bei uns mussten es dann in Hessen 500 Meter sein. Herr Staatssekretär, sehen Sie es mir nach, dass das Verständnis sich bei uns in Grenzen hält. 8.100 Hektar Fläche sind dort mit einbezogen worden. Es ist im Landtag beschlossen. Kleine Änderungen konnten erwirkt werden. Wir sind natürlich als Verband damit nicht zufrieden. Naturschutzgesetz, auch das habe ich schon kurz angesprochen. Ja, man fragt sich denn schon, ich habe in 21 für den Hessischen Bauernverband beim Runden Tisch Insektenschutz mitverhandelt. Jede Menge Sitzungen, sicherlich Beratungen, die gut waren, dass man sich mit den Naturschützern an einen Tisch gesetzt hat. Aber ich bin immer für den Weg Kooperation anstatt Gesetz und Verordnung. Und deshalb ist auch hier die Frage, brauchten wir das? Über die Tierhaltung in Hessen habe ich schon gesprochen. Ich habe die großen Sorgen, die ich hier habe, auch kundgetan. Wir sind dabei, die Schweinehaltung komplett zu verlieren. Ich sage immer, wenn Sie noch ein hessisches Bratwürstchen essen wollen, machen Sie es bald. Das Verrückte, was ich sehe, ist im Moment, bei uns werden die Auflagen nach oben geschraubt. Wir haben auch im Vorfeld dieser Veranstaltung eben schon wieder über die Tierhaltungskriterien gesprochen. Ja, und dann kommen die Ferkel aus Dänemark, aus Holland, aus Polen und sonst woher hierher oder die Schlachtschweine aus Spanien. Wir hatten am Tag der Wiedervereinigung 31 Millionen Schweine in Deutschland. Jetzt sind es keine 21 Millionen mehr. Also man muss sich auch diese Zahlen mal vor Augen halten. Und gerade in so einem Bundesland wie Hessen, wo die Tierhaltung eh schon dünn ist, da nimmt sie noch stärker ab.
Deutschlandweit haben wir 12,5% Schweinehaltung im letzten Jahr verloren. Der Umbau der Tierhaltung muss schnell vorangebracht werden, und da ist es nicht nur angebracht, auf diese Bundesregierung zu schauen, sondern auch die letzte hat es versäumt, dort Flöcke einzurammen. Ich erinnere nur an die Pläne von Borchert. Da waren ja Pläne auf dem Tisch, die man nicht umgesetzt hat. Die Tierhalter brauchen stabile Finanzierung des Umbaus und gleichzeitig Änderungen im Bau- und Genehmigungsrecht. Die werden wir wohl jetzt bekommen. Wir brauchen eine Haltungsform- und Herkunftskennzeichnung für Produkte aus Deutschland, aus deutscher Produktion, weil wir auch in Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig sein werden. Ja, und in Berlin liegt jetzt die 1 Milliarde, ich habe das Ophelia Nick auch gesagt, für 4 Jahre. Davon sind 850 Millionen altes Geld aus den Agrar-, Umwelt- und Küstenschutzmaßnahmen. Das kann so nicht funktionieren. Borchert hatte mal von 4 Milliarden jährlich gesprochen, jetzt sind wir bei 250 Millionen. Die Staatssekretärin war mit mir einer Meinung, dass das Geld nicht reichen wird, was jetzt zur Verfügung gestellt wurde in Berlin. Aber sie finden halt in Berlin das andere Geld nicht. Ich drücke es mal ganz vorsichtig aus. Auch hier werden wir noch kräftig nacharbeiten müssen. Ja, und der Wolf darf nicht fehlen, wenn ich irgendwo stehe. Natürlich müssen wir über den Wolf reden. Auch bei uns oben in Korbach ist jetzt einer gefilmt und gesichtet worden. Sie werden das Video sicherlich alle gesehen haben. Also wenn wir da nicht irgendwie einschreiten, dann wird es keine Weidetierhaltung mehr in Hessen geben. Da bin ich fest von überzeugt. Ich selbst habe schon jede Menge Zaun gebaut in meinem Leben. Und gerade in so einem trockenen Jahr wie letztes Jahr, bauen Sie mal einen wolfssicheren Zaun. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei. Und Gott sei Dank hat ja ein Wolf, so kann man es nur sagen, das Pony von der Frau von der Leyen gerissen in Niedersachsen. Jetzt tut sich was in Brüssel. Es wäre vielleicht besser gewesen, es wäre ein großes Pferd gewesen, dann täte sich vielleicht noch ein bisschen mehr. Entschuldigen Sie, wenn ich so ein bisschen suffisant bin, aber es ist schon für die Weidetierhalter kaum zu ertragen, was da im Moment abgeht. Und wir müssen dringend fordern, dass das Europäische Parlament den Wolf in der FFH-Richtlinie auf einen geringeren Schutzstatus umstuft. Also auch das sind Dinge, die mir große Sorgen machen. Wir haben in Hessen sehr, sehr viel Dauergrünland. Das wissen Sie, der Odenwald ist nicht weit hier. Was soll mit diesen Flächen passieren, wenn keine Tiere mehr auf der Weide stehen können? Meine Damen und Herren, man glaubt es kaum, wir haben Landtagswahl in diesem Jahr. Und die Politiker sitzen hier vorne. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben ein Forderungspapier des hessischen Berufsstandes sehr früh verfasst, weil wir der Meinung waren, das muss noch in die Wahlprogramme der Parteien mit einfließen. Und ich glaube, es war auch richtig. Wir haben das sehr früh zusammengefasst unter dem Motto für eine zukunftsfähige und nachhaltige Landwirtschaft in Hessen. Wir fordern darin eine gerechtere Umweltpolitik ohne einseitige Benachteiligung, Zusicherungen für die Landwirtinnen und Landwirte in Hessen, dass Kooperation im Natur- und Landschaftsschutz Vorfahrt hat. Eine bessere Rolle der Land- und Forstwirtschaft in der hessischen Klimapolitik muss berücksichtigt werden. Axel Strauß hat über den Flächenverbrauch gesprochen, das will ich hier gar nicht mehr tun. Und wir möchten auch hessische Signale setzen, um mehr Borchert nach Hessen zu holen, weil wir halt die Ausdünnung der Tierhaltung ganz klar sehen. Unser Ackerbau muss auch in Krisenzeiten ertragsfähig sein. Und ich denke, ein kooperativer Weg ist auch bei dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unbedingt gefordert. Wir fordern eine ergebnisoffene und wissenschaftsbasierte Nutzung moderner Züchtungstechnologien, ich habe es angesprochen, und hier deutliche Fortschritte, die dann auch mit eingebracht werden können. Ja, was ist das Fazit, meine Damen und Herren? Wir stehen sicherlich vor großen Herausforderungen, die Landwirtschaft, auch hier in unserem Bundesland. Es geht aber nur gemeinsam. Wir müssen uns an einen Tisch setzen und müssen gemeinsam miteinander verhandeln. Sonst wird die Produktion ins Ausland verlagert. Ich denke, das können wir uns auf keinen Fall erlauben. Trotz der Trockenheit im letzten Jahr sind wir eine Gunstregion hier in Hessen, in Deutschland, in der Mitte Europas. Und wir haben die Möglichkeit, hier Lebensmittel zu produzieren. Gucken Sie sich mal die Welt an, wo überall nichts wächst. Das sollte uns zu denken geben. Wir sollten unser Handeln danach ausrichten, dass auch in Zukunft Lebensmittelproduktion hier in Hessen möglich ist. Wir Landwirte, wir haben bewiesen, dass wir regionale, hochwertige, qualitativ hochwertige Lebensmittel, ich denke, mit die besten Standards der Welt produzieren können. Wir haben die modernste Technik, ich habe es gerade gesagt, ich war letzte Woche bei Glas eingeladen, die modernste Technik weltweit, die uns zur Verfügung steht. Und wir müssen diese Ressourcen, die wir hier haben, unbedingt nutzen. Wir brauchen unternehmerische Freiräume.
Ich denke, mit Solidarität und Kooperation können wir gemeinsam an diesem Strang ziehen. Soll die Tierhaltung aus Deutschland nicht abwandern, müssen unsere Landwirte ein ausreichendes Einkommen auch damit erzielen können. Wir Landwirte, wir sind bereit, das sage ich hier ganz klar, für die Transformation. Diese muss aber auch honoriert werden, sonst wird die Landwirtschaft nicht weiter bestehen können. Eine ständige Information und Weiterbildung ist natürlich dafür auch notwendig. Die Schulklasse sitzt hier hinten. Wir brauchen gut ausgebildete junge Leute, damit wir auch in Zukunft vorne sind, was das Wissen angeht. Und dafür ist die Landwirtschaftliche Woche Südhessen, bietet dafür genau den richtigen Rahmen mit aktuellen Fachveranstaltungen. Vom Futterrecht über Arbeitsrecht, Pferdezucht, dem hessischen Gemüse- und Pflanzenbautag, hochkarätigen Referenten, und auf einen freue ich mich schon, der sitzt hier rechts neben mir, den wir gleich hören werden, die uns wertvolle Impulse geben, auch für die Zukunft. Meinungsaustausch, und dafür ist auch die Präsenz so wichtig, mit Politikern, Behördenvertretern, Beratern und vor allem den Berufskolleginnen und Berufskollegen ist ganz wichtig. Deshalb freue ich mich so sehr, dass wir uns wieder hier in Präsenz sehen. In diesem Sinne wünsche ich allen Besuchern gute Informationen, fruchtbare Gespräche auf dieser landwirtschaftlichen Woche Südhessen. Vielen Dank. Carsten, vielen Dank. Wie Sie, wie ihr alle gehört habt, sind sehr viele Themen, mit denen wir uns befassen müssen, die auf uns, auf die Landwirtschaft einprasseln. Das eine Thema ist noch nicht abgestellt oder noch nicht aufgearbeitet und schon haben wir das nächste Thema. Ja, da sind wir Landwirte irgendwo gewohnt, nur mittlerweile, glaube ich, ist so ein gewisser Punkt erreicht, wo auch eine gewisse Resignation bei uns mittlerweile eintrifft. Vielleicht, ich will nicht jammern, aber auch das muss irgendwo die Gesellschaft und auch die Verantwortlichen irgendwo mal sehen. Und sie müssen uns auch irgendwo einen gewissen Spielraum geben, mal das mal anzupacken, was wir heute beschlossen haben, das auch über einen gewissen Zeitraum mal durchzuziehen, damit wir auch dann die Ergebnisse sehen und daraus dann die Entschlüsse fassen können, hat das gefruchtet, war das richtig, und nicht irgendwo im Halbzeit dann irgendwie über den Haufen schmeißen, weil wir dann denken, ja, jetzt haben wir irgendwo was vergessen und das war ja alles, Entschuldigung, Blödsinn, was wir da gemacht haben. Wir machen jetzt einen ganz neuen Weg. Nein, das, was wir angefangen haben, das muss man zu Ende ziehen, dann muss man das Fazit ziehen, dann muss man gucken, war das richtig, war es nicht richtig, und danach müssen wir schauen, welchen Weg wir dann wieder neu gehen und nicht mittendrin irgendwie über den Haufen schmeißen. Gut, kleine organisatorische Sache. Dieses Jahr ist es so hier in der Stadthalle, dass wir keine Bedienung haben. Wer also was zum Essen und zum Trinken will, muss hinten in die Ecke gehen. Da hinten ist die Bonkasse, beziehungsweise auch die Getränke muss ich dieses Jahr leider dort selber holen. Zu den Essen ist zu sagen, dass wer was zum Mittagessen haben will, er muss es bis zum 11 Uhr hinten an der Kasse bestellt haben. So, nun darf ich mich aber freuen auf die Worte unseres Staatssekretärs, auch unserer Ministerin, die angekündigt war, ist leider erkrankt. Sie liegt zu Hause im Bett mit einer sehr starken Grippe. Auch das hat uns mittlerweile in der Gesellschaft eingeholt. Nach Corona haben wir mittlerweile die starke Grippewelle. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir den Staatssekretär hier haben. Es ist Ihre erste landwirtschaftliche Woche Südhessen und darf Sie bitten, ans Pult zu kommen und uns einige Worte aus Wiesbaden mitzuteilen. Lieber Axel Strauß, lieber Carsten Schmal, ich habe eben gerade gedacht, als Sie gesagt haben, Sie freuen sich auf den Nächsten, der jetzt kommt, der neben Ihnen sitzt, dass Sie mich gemeint haben, aber habe ich mich zu früh gefreut. Sehr geehrte Damen und Herren, wo ich Ines Klaus sehe und den Heinz Lotz und Thorsten Lieberinghaus, liebe Abgeordnete, ich will Sie nochmal ausdrücklich begrüßen, weil ohne die Abgeordneten des Hessischen Landtages kann ich hier oben erzählen, was ich will. Ich brauche am Ende einen beschlossenen Haushalt und die Mittel, um das umzusetzen, was wir tun. Und deswegen gebührt Ihnen auch ein ganz großer Dank und ein Anteil an all dem, was ich hier heute sage. Zunächst mal darf ich die Ministerin entschuldigen. Ja, in der Tat, sie ist total traurig, dass sie nicht kommen konnte. Hat mir noch eine Nachricht geschrieben, dass ich den Willy Biller unbedingt persönlich grüßen soll, weil sie sich auf ihn gefreut hätte. Dass er jetzt nun auch nicht da ist, dann möchte ich doch bitten, dass Sie die Grüße an Willy Billau von der Ministerin weitergeben. Machen, der hätte sich wirklich gefreut, Sie zu sehen. Ich freue mich, dass es wieder möglich ist, dass wir uns persönlich treffen. Man merkt das jetzt in diesem Jahr, wir kommen wieder in Schwung. Und das, weil da vorhin gelacht wird, das liegt nicht nur an den Landtagswahlen, dass auch Abgeordnete hier sind, dass wir alle hier sind, sondern weil wir tatsächlich auch wieder miteinander reden können. Und ich finde das
ausgesprochen gut. Wir tun das sehr oft. Wir haben, glaube ich, auch einen sehr konstruktiven Austausch. Ich habe heute Morgen gedacht, dass ich den Carsten Schmal bald häufiger sehe als meine Frau, weil wir uns am Freitag haben wir uns getroffen, dann davor auch schon beim LLH im Kuratorium, am Freitag bei den Landfrauen, heute hier, morgen bin ich mit Thomas Kunz beim Landesagrarausschuss. Wir sind permanent in Diskussion und ich kann Ihnen versichern, Carsten Schmal war jetzt eben wirklich ruhig. Ich habe immer noch von der Grünen Woche so ein Klingeln im Ohr. Da hat er anders mit mir geredet, aber ich bin froh, dass wir so miteinander reden können, dass wir sehr direkt miteinander reden können, dass er mir sehr offen seine Meinung sagt. Und ich glaube, zwei Drittel der Rede von Carsten Schmal hätte ich auch unterschreiben können. Und bei manchen Dingen sind wir auch gemeinsam unterwegs, gerade was sozusagen unsere Haltung gegenüber der EU-Kommission angeht. Da sind wir an vielen Dingen, wo wir auch gemeinsam an einem Strang ziehen. Zum Beispiel bei den sensiblen Gebieten, bei den Landschaftsschutzgebieten an vielen Stellen, wo wir gemeinsam arbeiten. Und deswegen, wie gesagt, bin ich auch dankbar, dass wir hier heute einen persönlichen Austausch haben können. Ich will anfangen, wir sind ja noch ganz früh im Jahr, Ihnen erstmal alles Gute für das neue Jahr zu wünschen. Persönlich, dass Sie gesund bleiben. Wir haben gerade gehört, wie wichtig Gesundheit ist und wie viele von uns noch im Umfeld immer wieder jetzt auch in den letzten Wochen erkrankt waren, auch schwer erkrankt waren, aber auch beruflich für das Jahr, was vor uns liegt. Und ich hoffe, es kann eigentlich nur besser werden als das letzte Jahr. Meine ganz große Hoffnung, der Krieg in der Ukraine ist schon mehrfach angesprochen worden und zunächst mal ist der ganz furchtbar für die Menschen in der Ukraine. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es den Menschen dort geht. Wir haben uns inzwischen schon ein bisschen daran gewöhnt, dass jeden Tag in den Nachrichten man von Bombardierungen von Städten in der Ukraine hört, aber das Schicksal der Menschen dort muss ganz furchtbar sein und wir können froh sein, alle zusammen, dass wir so lange Friedenszeiten jetzt erlebt haben. Das hängt auch nach meiner Vorstellung ein Stück weit an der heute schon so oft gescholtenen Europäischen Union, die uns doch so lange Frieden beschert hat. Und wenn man sieht, wie die Ukraine jetzt mit aller Macht in die Europäische Union drängt, dann zeigt es doch auch ein bisschen, dass nicht alles schlecht ist an dem, was in Brüssel gemacht wird. Insofern können wir uns, glaube ich, glücklich schätzen, dass wir so lange Zeiten des Friedens hatten. Aber trotzdem hat der Krieg in den letzten Jahren, auch gerade für den landwirtschaftlichen Berufsstand, viele Härten mit sich gebracht. Große Preisunsicherheiten, Carsten Schmal hat es angesprochen, hohe Betriebsmittelkosten, Energie, Dünge. Ja, und dann eine Kaufzurückhaltung bei den Verbrauchern, die sich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder mit Inflation konfrontiert sehen und dann vor hochpreisigen Lebensmitteln zurückschrecken. Und wie das in Deutschland ja immer so ist, ich kann es immer noch nicht fassen, wenn Sie sehen, was wir hier in Deutschland an Autos auf den Straßen sehen, was die kosten. Und dann wird an Lebensmitteln gespart. Ja, und die Leute fahren immer noch mit 200 Stundenkilometern an mir vorbei. Das kann ich manchmal nicht fassen, aber es ist wohl so, dass wir in Deutschland noch einen weiten Weg der Verbraucheraufklärung vor uns haben, um deutlich zu machen, dass Lebensmittel auch wertgeschätzt werden müssen. Wir haben in der Zeit der Ukraine-Krise versucht zu helfen, wo es so ging. Sie wissen, das 180-Millionen-Paket, immerhin auch 2000 Betriebe in Hessen, die davon profitiert haben, Zahlungen, Ausgleichszahlungen, Krisenbeihilfen zu bekommen und daneben natürlich die umfangreichen Bemühungen, Energiepreise zu dämpfen, gerade für die verarbeitenden, aber auch für die tierhaltenden Betriebe und einige Gemüsebaubetriebe eine sicherlich ganz wichtige Sache, dass wir Energiepreise dämpfen konnten. Auch für die hessische Agrarverwaltung war das Jahr ein besonderes, herausforderndes Jahr. Wir haben die Umsetzung der neuen GAP auf den Weg bringen müssen und das natürlich unter einem enormen Zeitdruck. Man sagt, das lag jetzt nicht unbedingt an uns, sondern auch daran, dass es wirklich schwierige Fragen mit der Kommission zu diskutieren gab, die Hessen gar nicht so betroffen haben. Da ging es hauptsächlich um Moore und Feuchtgebiete und wie man damit umgeht. Aber wir haben es geschafft, als eines von drei Bundesländern tatsächlich zum 1.1. diesen Jahres mit einer
Durchführungsverordnung für die GAP an den Start zu gehen und damit Ihnen allen auch die Sicherheit zu geben, wie es weitergeht und dass es weitergeht und dass wir eine sichere Rechtsgrundlage haben, auch in diesem Jahr auszuzahlen. Wir haben es auch geschafft, auch das war ein Kraftakt, die Direktzahlungen in diesem Jahr wieder vor Weihnachten zu ermöglichen, weil wir wussten, dass es gerade für viele Betriebe wichtig ist, dass das Geld auch pünktlich auf das Konto kommt. Und deswegen will ich dieses Publikum und diese Gelegenheit einmal nutzen, Dank zu sagen, auch den, weil da so oft geschimpft wird, weil das nicht immer gerechtfertigt ist, Dank zu sagen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landwirtschaftsverwaltung, sowohl in den Ämtern für den ländlichen Raum als auch im Ministerium. Die Frau Enders ist da, der sage ich das jetzt mal ganz bewusst, weil ich weiß, welchen Stress wir hatten in diesem Jahr, das alles hinzubekommen, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WIBank, oft gescholten, der Milde sitzt hier, und trotzdem haben sie es immer wieder geschafft, Direktzahlungen, die gesamte Abwicklung unseres Fördergeschäftes in den letzten Jahren noch extrem zu professionalisieren. Und ich weiß, welche großen Anstrengungen Sie unternehmen, dass wir das auch in den nächsten Jahren tun können. Deswegen ein ganz herzlicher Dank Ihnen allen und Ihren Mitarbeiterinnen. Ich hoffe, Sie geben das weiter. Vielen Dank. Ich will jetzt noch ein Stück vorausschauen, mal sehen, noch auf das eine oder andere noch eingehen. Die großen Krisen, die uns nicht verlassen haben, sind angesprochen worden. Klimakrise, Biodiversität, Pflanzenschutzmittel, viele dieser Fragen sind schon angesprochen worden. Unser zentrales Instrument, um darauf zu antworten und trotzdem Landwirten eine Zukunftsperspektive zu geben, ist das Halm. Das wissen Sie alle. Wir sind jetzt an der Überarbeitung des Halm. Wir werden gerade die vielfältigen Ackerkulturen, die von Ihnen in so herausragender Weise in den letzten Jahren angenommen wurden und jetzt durch die Ökoregel 2 natürlich ein bisschen kannibalisiert sind, auf neue Beine stellen und mit hoffentlich attraktiven Zusatzmodulen auch dafür sorgen, dass wir hier es schaffen, Fragen der Biodiversität, des Klimawandels und gleichzeitig aber auch des landwirtschaftlichen Einkommens gut zu verbinden. Das wird die Herausforderung für uns für die nächsten Wochen sein. Daneben werden wir auch noch besondere Angebote für das Grünland machen müssen im Halm. Gerade eine Frage, weil gerade die Grünlandbetriebe natürlich von der neuen Förderperiode härter getroffen sind. Kaum Angebote in den Ökoregeln haben, werden wir hier versuchen, im Halm zu einem gewissen Ausgleich zu kommen. Und wir werden natürlich auch die Fragen der Naturschutzleistung noch mal ganz besonders in den Blick nehmen und hier auch attraktivere Angebote schaffen, als wir das in der Vergangenheit vielleicht hatten, um hier auch entscheidende Fortschritte zu machen. Ja, der Klimawandel ist schon angesprochen. Wir können zwar alle hoffen, dass es mehr regnet, aber ich sozusagen die letzten Jahre zeigen ja doch, dass wir von einem Trocken- und Hitzesommer zum nächsten gehen. Es wird wahrscheinlich so weitergehen. Gerade hier in Südhessen wird die Frage der Wasserversorgung uns immer mehr beschäftigen. Wir wissen ja, dass wir in einigen Landkreisen jetzt schon deutlich an die Grenzen der Trinkwasserversorgung kommen. Deswegen bin ich auch froh, dass wir im Klimaplan einige Punkte verankern konnten, jetzt auch sozusagen den Folgeplan an den integrierten Klimaschutzplan einige Punkte verankern konnten, die insbesondere sich mit der Wasserversorgung und der Landwirtschaft auseinandersetzen. Wir haben die Machbarkeitsstudie für die dritte Linie in Biebesheim auf den Weg gebracht, dass wir sozusagen auch schauen können, ob wir noch Rheinwasseraufbereitung verstärken können. Aber wir haben auch mit den Landfrauen, was ich auch total toll finde, auch uns der Verbraucher angenommen und das Thema klimabewusste Ernährung in den Blick genommen und werden auch nochmal eine Gemüsebauinitiative im Rahmen des Klimaplanes haben. Die Tierhaltung ist angesprochen. Carsten Schmal hat gesagt, die Entwicklung der Tierbestände wird man nicht alles auf die Politik schieben können. Wir haben in den letzten Jahren natürlich mit der ASP eine Katastrophe im Schweinebestand erlebt und wir können alle nur von Glück sagen, dass es uns in Hessen noch nicht getroffen hat. Ich halte im Prinzip jede Woche den Atem an, dass nicht mal irgendwo an einer Autobahnraststätte ein Wildschwein tot umfällt. Dann haben wir wirklich große Probleme. Das wird dann uns vor riesige Herausforderungen stellen. Wir sind gut aufgestellt. Ich will niemandem Sorgen machen. Wir üben diesen Krisenfall regelmäßig, aber wir wollen doch alle hoffen, dass wir verschont bleiben. Nichtsdestotrotz wird die Zahl der Tiere weiter zurückgehen. Das ist so.
Das hat auch was mit Strukturen zu tun und auch mit Verarbeitungsstrukturen. Deswegen, Carsten Schmal weiß das, wir ringen intensiv um den Schlachthof für Mengeringhausen. Ich habe letzte Woche Gespräche gehabt, werde nächste Woche wieder Gespräche haben. Wir ringen um den Schlachthof im Odenwald. Auch da wollen wir jetzt vorankommen und hoffen, dass wir auch da eine zukunftsfähige Schlachtstätte aufbauen, weil uns hilft ja alles nichts, wenn uns die Verarbeitungsstrukturen wegbrechen und immer stärkere Konzentrationen sich bilden rund um die wenigen großen leistungsfähigen Schlachtstätten. Deswegen ist eben auch das Thema Verarbeitung und Vermarktung bei uns ganz groß im Fokus, sowohl was Investitionen angeht, aber auch im Rahmen der Ökomodellregionen, die vielen kleinen Direktvermarkter, die wir hier unmittelbar unterstützen, ohne die Tierhaltung eben in Hessen sich auch nicht langfristig halten wird, wenn wir die großen Tiertransporte dann immer weiter haben. Insofern gilt es da eben auch bei den Schlacht- und Verarbeitungsstrukturen anzusetzen. Digitalisierung, auch das hat Carsten Schmal schon kurz gestreift, auch für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ja mit der Geobox, Fisbox Infrastruktur jetzt tatsächlich die Möglichkeiten geschaffen, dass alle auf Daten zugreifen können. Die Grundvoraussetzungen, damit wir überhaupt in der Digitalisierung vorankommen, ein einheitliches Datenformat, das wir gemeinsam mit vielen anderen Bundesländern weiterentwickeln, wo wir, glaube ich, Pioniere waren, zusammen mit Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und wo wir jetzt vorangehen und das auch weiter ausbauen. Auch da können wir, glaube ich, zuversichtlich in die Zukunft schauen und das zusammen mit den neuen Forschungsansätzen, die wir jetzt in der im Pflanzenschutzmittelreduktionsplan haben werden und gleichzeitig einer Verstärkung der Beratungskräfte beim RP Gießen und beim LLH zum Thema Pflanzenschutzmittelreduzierung werden wir, glaube ich, auch einen guten kooperativen Weg gehen können, ganz unabhängig davon, was irgendwer irgendwo entscheidet. Ich glaube, das zeichnet uns aus, das haben wir uns in der Kooperationsvereinbarung auch versprochen und das werden wir auch so umsetzen. Jetzt sind noch einige Fragen angesprochen worden, auf die ich kurz eingehen will. Das grüne Band, ja, es hatte seine Gründe, warum wir es etwas größer machen mussten, aber man darf auch nicht unterschlagen, davon sind allein 4.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche und der allergrößte Teil ist Waldfläche. Und das, was wir an landwirtschaftlicher Fläche tatsächlich im grünen Band haben, ist auch frei von Beschränkungen für die Nutzung und im Gesetz selbst steht nochmal der Vorrang des Vertragsnaturschutzes. Insofern haben wir, glaube ich, das muss man auch mal, sollte man, würde ich mir wünschen, anerkennen, uns viele Mühe gegeben, auch den Bedenken der Landwirtschaft hier entgegenzukommen. Wir haben dann noch das Thema Flächenkonkurrenz. Weil das Naturschutzgesetz angesprochen wurde, es regelt ja nicht nur die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist eigentlich kaum betroffen vom jetzigen Entwurf des Naturschutzgesetzes. Es geht vielmehr auch darum, um die Frage, wie gehen wir insgesamt mit unserer Landschaft um und mit der Natur um. Und da wird es uns immer noch eine große Aufgabe bleiben, in Zukunft Eingriffe zu reduzieren. Das ist unser Hauptaugenmerk. Wir haben aber auch gerade für die Schonung der landwirtschaftlichen Flächen vieles vorgesehen, was die Kompensation angeht, was bisher nur in der Kompensationsverordnung steht, also der Nachrang von landwirtschaftlichen Flächen bei der Kompensation, ein ganz wichtiger Punkt, den man, glaube ich, nicht unterschlagen sollte, wenn man das Naturschutzgesetz bewertet. Was uns noch lange beschäftigen wird, ist sicherlich die Frage der Freiflächenphotovoltaik. Das wird eine Herausforderung, das zu steuern. Das ist kommunale Planungshoheit. Insofern, ich habe mit der Regierungspräsidentin und ihren beiden Kollegen intensiv gesprochen, wie wir damit umgehen können, weil natürlich jetzt in der Fläche überall Leute sozusagen auch die Notwendigkeit sehen. Und das müssen wir auch anerkennen. Wir werden ohne Freiflächenphotovoltaik die Aufgaben der Energieversorgung nicht nachhaltig lösen können. Insofern wird das unumgänglich sein. Wir müssen schauen, dass wir das gut steuern können. Und dazu haben wir als Land nicht die alleinige Hoheit, sondern das liegt, wie gesagt, in der Planungshoheit der Kommunen. Da sind auch Sie vor Ort gefordert, gemeinsam mit den örtlichen Stadtverordneten, Gemeindevertretern, Bürgermeistern immer wieder zu sprechen, wie man da planerisch zu Lösungen kommt und schaut, dass eben landwirtschaftliche Flächen, wenn sie denn betroffen sind, so betroffen sind, dass man entweder Doppelnutzung machen kann oder dass die Landwirtschaft auch am Ertrag beteiligt ist. Ich würde es damit mal
wenden lassen. Ach, dem Wolf kann ich, zum Wolf kann ich noch was sagen, natürlich, wenn ich schon so freundlich darauf angesprochen werde. Gut, wir haben jetzt in der Spitze 25 Wölfe in Hessen. Wir hatten im letzten Jahr 22 Nutztierrisse. Nun wird bestritten, dass das, ob es da noch eine Dunkelziffer gibt oder nicht. Wir sind immer noch ein Land, das im Vergleich zu anderen Bundesländern wenig betroffen ist vom Wolf. Der Wolf ist immer noch das seltenste Säugetier in Hessen. Nichtsdestotrotz haben wir, und ich glaube, das unterscheidet uns deutlich von anderen Bundesländern und das zeichnet uns auch aus, schon heute eine landesweite Struktur an hauptamtlichen Kräften, die sich um den Wolf kümmert, sodass wir bei Schäden jederzeit reagieren können. Wir haben eine sehr großzügige Entschädigungsregelung geregelt in einer Richtlinie und wir haben die Förderung der Schutzzäune, und zwar so, dass wir nicht nur die Investitionen fördern, sondern auch die dauerhafte Unterhaltung, weil wir wissen, dass es viele Weidetierhalter vor große Probleme stellt. Und auch da bin ich dankbar, dass wir zusammenarbeiten konnten mit den Maschinenringen, die da auch Angebote machen, wenn es den Einzelnen, die Kräfte des Einzelnen übersteigt. Gut, ich will zum Schluss noch einen positiven Ausblick machen. Ich glaube, wir sind in Hessen auf einem guten Weg, weil wir vieles gemeinsam offen besprechen. Nicht die Wünsche der einen oder der anderen Seite erfüllen sich immer, aber ich glaube, wir haben einen guten Dialog gefunden, einen sehr intensiven Dialog, wie gesagt, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Wir haben aber auch hervorragende Voraussetzungen, weil wir auch ganz tolle junge Landwirte haben. Das muss ich auch sagen. Ich habe vielfach jetzt Betriebe besucht mit jungen Betriebsnachfolgern. Ich muss sagen, die Landjugend hat mich mehrfach beeindruckt. Ich glaube, darauf können wir alle stolz sein. Auch wenn ich jetzt hier mehr Graue sehe als Junge, weiß ich doch, dass ganz viele ganz da hinten, ja, warum setzt ihr die nicht nach vorne? Ja, das wird ein ganz anderes Bild geben. Nein, aber wir haben ganz viele tolle, hochmotivierte junge Landwirtinnen und Landwirte. Da muss ich wirklich meinen Hut davor ziehen, die auch teilweise ganz technikbegeistert, teilweise mit neuen Geschäftsmodellen unterwegs sind. Das ist, macht mich froh für die Zukunft. Und wir haben, ich habe den Jürgen Dexheimer auch irgendwo gesehen, wo ist er? Irgendwo wird er sich rumtreiben. Zumindest auch eine hervorragende landwirtschaftliche Fortbildung, die sich sehen lassen kann. Wir sind immer noch mit der Offizialberatung, werden wir beneidet im ganzen Bundesgebiet. Andreas Sandheger ist da, ist er? Da ist er, genau. Mit seinem Team, das wir auch jetzt nochmal gestärkt haben durch einen zusätzlichen Teil Biodiversitätsberatung und auch durch eine stärkere Rolle bei der Pflanzenschutzmittelberatung. Also auch auf diesem Sektor sind wir hervorragend aufgestellt. Insofern ist mir nicht bange um die Zukunft der Landwirtschaft in Hessen. Sie wird sich verändern. Sie hat sich in den letzten 50 Jahren massiv verändert. Sie wird sich auch weiter verändern. Sie ist immer noch weltweit konkurrenzfähig und spitze. Und daran wollen wir gemeinsam mit Ihnen weiterarbeiten. Insofern wünsche ich Ihnen heute noch einen schönen Tag, eine schöne landwirtschaftliche Woche und freue mich jetzt auch auf Egbert Korte. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie haben ein paar Punkte angesprochen, wenn ich jetzt an Flächenverbrauch denke, Infiltration, in Sachen Infiltration, Machbarkeitsstudie, hat mich der Willi Willau ganz ausdrücklich nochmal darauf hingewiesen, dass ich da also ein herzliches Dank an die Landesregierung nochmal richten soll. Willi hat ja über Jahre jetzt schon gekämpft für eine zweite Infiltration hier im Gebiet. Ihr wisst es besser wie ich, ihr kommt zum großen Teil hier aus der Region. Die eine Infiltration ist zu klein, ist auch zu alt mittlerweile, wo man schauen muss, ob man nicht eine neue baut, die Kapazitäten noch mit zusätzlich mit aufarbeitet. Wir haben hier im Ballungsraum eine enorme Bevölkerungspopulation, die das Grundwasser braucht. Das Grundwasser kommt hier bis hoch nach Frankfurt, sodass wir aber hier schauen müssen, dass wir dieses Grundwasser trotzdem auch für den Boden, für die Landwirtschaft, für den Wald hier weiterhin erhalten können. Und deswegen ist es wichtig, die Infiltration hier zu nutzen. Sie hat einen sehr hohen Nutzen ja schon gezeigt, die letzten Jahrzehnte. Und ich glaube, das wäre der falsche Weg, wenn man das jetzt hier einstellen würde.
Und das ist doch gerade erst recht ein gutes Beispiel, wo man dann auch Kompensation vielleicht auch mit einer Infiltration machen kann. Auch das sind intelligente Lösungen für die Kompensationsverordnung, wo wir nicht immer nur in die Flächen einsteigen müssen. Dass in die Fläche eingegriffen wird von vielen Beteiligten, sei es über die Landwirtschaft, über die Gesellschaft, über Infrastrukturmaßnahmen, Siedlungsmaßnahmen, aber auch den Naturschutz, da gibt es ja überhaupt keine Streitigkeiten. Nur die Frage ist immer die Art und Weise, um das Wie wieder eingegriffen wird. Und ich glaube, da gibt es viel bessere Lösungen, wie die wir zurzeit hier diskutieren, dass wir einfach großflächig dann die Flächen in Anspruch nehmen und teilweise mit aufkaufen, teilweise, wenn ich gerade an den Biber denke, das ist ein südhessisches extremes Problem. Ich muss es heute mal wieder ansprechen. Da kann es nicht sein, dass dann von Seiten der Politik, und das habe ich gerade vorletzte Woche erlebt bei mir im Nachbarort, dass der Biber dort einen kleinen Fluss aufstaut, dass dort ein Wohnhaus, das gerade auf der anderen Seite vom Weg ist, der im Wohnhaus der Grundwasserspiegel angestiegen ist, das Wohnhaus mittlerweile 30 cm unter Wasser steht und dort die örtliche Kommunalpolitik sagt, ja, dann müssen Sie sich halt überlegen, wir dürfen ja nichts machen am Biber, dann müssen Sie sich überlegen, ob Sie nicht besser Ihr Haus verkaufen. Ich glaube also, mit so einer Aussage kriegt man keine Akzeptanz irgendwo hin. Wir haben nichts gegen Biber, wir haben nichts gegen den Wolf, nur man muss gucken, oder man muss sich auch mal fragen, muss man ihn großflächig überall laufen lassen oder hat man nicht einzelne Regionen, einzelne Gebiete, wo man ihn irgendwo explizit ansiedeln kann oder dort gewähren lassen kann, aber in anderen Bereichen, inwieweit wir nicht da überlegen sollten, dass wir dort vielleicht doch irgendwie regulierend eingreifen sollten. Das ist, glaube ich, ganz mit wichtig. Herr Kunz, gestatten Sie mir, dass ich in die Runde noch zwei, drei Fragen an Sie. Das Mikro, kriegen wir das irgendwie hin? Ja, das Mikro läuft. Ich weiß, dass hier in der Runde ein, zwei Fragen da sind, die wir gerne die Ministerin gestellt werden würden. Da Sie ja heute da sind, müssen Sie das übernehmen. Aber ich glaube, Sie kriegen das genauso hin. Vielleicht um die Wortmeldung, die sich im Vorfeld schon so mal angekündigt hat. Wolfgang, ja. Ich stehe mal auf, dass man mich besser sieht. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, von mir auch ein herzliches Willkommen zu der heutigen landwirtschaftlichen Woche Süd. Mein Name ist Wolfgang Dörr. Ich bin Landwirt hier aus dem Kreis Groß-Gerau, bewirtschafte hier einen landwirtschaftlichen Betrieb in Vollerwerb zusammen mit meiner Frau und meinem Sohn. Wir haben einen Ackerbaubetrieb, Schwerpunkt Sonderkulturen, Gemüsebau, Direktvermarktung, Eierproduktion. Lieber Carsten, du hast mir schon viele Themen abgenommen, deshalb kann ich da ein bisschen kürzer machen, der Axel genauso, aber möchte trotzdem noch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ich setze mich jetzt wieder hin, da kann ich meinen Zettel besser lesen. Sehr geehrter Herr Kunz, Sie haben zum Schluss ein Wort gebraucht, Zukunftsperspektive in der Landwirtschaft. Wir werden nur eine Zukunftsperspektive der deutschen oder hessischen Landwirtschaft hinbekommen, wenn wir gleiche Standards endlich hinkriegen. Es kann nicht sein, dass wir in Hessen oder in Deutschland ständig national Alleingänge gehen und wir Landwirte werden in einer sowieso schon schwierigen Zeit in Deutschland von der Politik bei der Produktion von Nahrungsmitteln mit ständig neuen nationalen Alleingängen und neuen Standards konfrontiert. Produkte aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen, müssen diese Standards leider nicht erfüllen. Dadurch entstehen für die deutschen Landwirte erhöhte Produktionskosten, was zu Wettbewerbsverzerrungen führt. Die Liste der Verordnungen ist lang. Ich möchte trotzdem hier noch ein paar ansprechen, einige Beispiele. Der gestiegene Mindestlohn ist natürlich für die Saisonarbeitskräfte eine tolle Sache, aber für die Betriebe, gerade in dieser Region, die im Gemüsebau tätig sind und mit vielen Saisonarbeitskräften arbeiten, ist das ein riesiger Finanzposten, der irgendwo gestemmt werden muss und der Kunde, der sowieso schon in der schwierigen Zeit momentan mit allen Kostensteigerungen, die explodiert sind, belastet ist, ist teilweise nicht mehr bereit, bei besonderen Kulturen wie Erdbeeren oder Spargel diese Preiserhöhung, die man logischerweise bei der Mindestlohn
den man umsetzen muss, zu bezahlen. Ich muss auch nochmal die roten Gebiete ansprechen, Herr Konz. Ich liege auch leider in einem roten Gebiet und hier findet einfach eine kollektive Bestrafung von den Landwirten statt und uns wird unterstellt, dass wir nicht ordnungsgemäß wirtschaften. Das heißt, uns wird unterstellt, dass wir mit dem Sickerwasser zu viel Stickstoff eintragen und dadurch die erhöhten Stickstoffwerte zustande kommen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin die ganzen Messstellen, die für dieses rote Gebiet hier im Starkenburger Raum maßgeblich sind, habe die mal abgefahren. Und alle Messstellen, keine einzige davon, wird irgendwo die Vorgaben, die sie erfüllen müssen, erfüllen. Ich sage mal einmal ein Beispiel. An der ersten Messstelle, wo ich war, stand der Deckel oben. Die Messstelle war im Boden drin und der Deckel im Boden war auch kaputt. Rundherum war alles voll mit Hundekot und das Oberflächenwasser läuft in die Messstelle rein. Die hat 270 Milligramm Nitrat und pauschal wird die Landwirtschaft für diese Werte verantwortlich gemacht. Wir haben von der Politik Ursachenforschung gefordert. Diese wird vehement seit Jahren schon abgelehnt. Und es kann nicht sein, dass wir für Dinge bestraft werden, für die wir eigentlich nicht verantwortlich sind. Also von der Warte aus Ursachenforschung betreiben, wenn man feststellt, wer der Verursacher ist, wenn die Landwirte sind, sind wir gerne bereit, auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Schutzgebietverordnung, kein Pflanzenschutz, das haben wir schon angesprochen, alle Gebiete, die einen Schutzstatus haben, sollen keine Pflanzenschutzmittel mehr angewendet werden, das will ich jetzt nicht mehr weiter erwähnen. Die Pflanzenschutzreduktionsverordnung, der Plan in Deutschland ist 50% mehr Pflanzenschutz und meines Erachtens nach passiert Folgendes, wir werden die Qualitäten nicht mehr halten können, die wir produzieren und die Nahrungsmittelverschwendung beginnt bereits auf dem Acker. Gerade im Sonderkulturbereich Kartoffeln, sag ich mal, Krautfäule, Zwiebeln, Botrytis, Mehltau, bei unserem Hauptnahrungsmittel Weizen, Fusarium, das wird ein Riesenproblem werden. Momentan haben wir noch Herdenschutz, wenn uns die Fungizide wegfallen und wir dagegen nicht mehr anhalten können, werden wir Qualitäten erzeugen, die auf dem Markt nicht mehr bewertbar sind. Ich sage das nochmal, Nahrungsmittelverschwendung wird bei 1 Milliarde hungernden Menschen auf der Welt hier auf dem Acker beginnen und wir müssen uns überlegen, ob das zielführend und sinnvoll ist, die Pflanzenschutzmittel um 50% zu reduzieren. Ich muss auch nochmal PV ansprechen. Für mich ist das ein staatlich angekurbelter Flächenverbrauch. Herr Konz, wir versiegeln in Deutschland 60 Hektar Gelände jeden Tag. Und das Ziel der Politik ist, mit Freiflächen-PV bis 2030 70.000 Hektar Freiflächen-PV anzulegen. Wenn man das mal umrechnet, sind das pro Tag 24 Hektar. Also wenn wir 60 Hektar Gelände sowieso schon versiegeln, dürfte das doch gar kein Problem sein, PV aufs Dach zu installieren und die Fläche dadurch zu schonen. Ich war am Sonntag, bin ich durch Bayern gefahren, die A3 runter an der Autobahn links und rechts sind überall PV-Anlagen. Herr Konz, schön ist das nicht, das sieht anders aus. Und wenn ich mir überlege, dass wir einen Flickenteppich kriegen in ganz Hessen, um Ortschaften rum, wo PV-Anlagen installiert werden, natürlich brauchen wir Strom, aber es gibt genügend Alternativen aufs Dach, dass wir das realisieren können. Wenn wir diesen Flickenteppich kriegen, sollte sich jeder einfach mal überlegen, wie das Landschaftsbild aussehen wird in Zukunft, beziehungsweise wie seine Immobilie, die er gebaut hat, an Wert verlieren wird. Und das nächste ist, das Ackerland auf die Freiflächen-PV-Anlage installiert wird, die den Ackerlandstatus verlieren und wird nur noch als Grünland nutzbar sein in Zukunft, wenn die PV-Anlage runterkommt. Darüber sollte man auch mal nachdenken. Okay. Nahrungsmittel aus dem Ausland, ich habe es schon mal erwähnt, für den deutschen Markt dürfen sowohl genmanipuliert sein, und auch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden, die bei uns schon lange Zeit verboten sind. Wir dürfen das nicht, aber essen dürfen wir das in Deutschland. Ob wir das wollen, darüber müssen wir mal nachdenken. Die Herkunftskennzeichnung. Nö, ich kenne das schon. Die Herkunftskennzeichnung bzw. Tierhaltungskennzeichnung weist erhebliche Lücken und gravierende Schwachstellen auf. Die Marktmechanismen,
und Wettbewerbssituation wird dabei nicht ausreichend berücksichtigt, meiner Meinung nach. Aber ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen. In der Zeit der Pandemie waren es die deutschen Bauern, die bei geschlossenen Grenzen die Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt haben und sicherten damit unsere Unabhängigkeit. Wir haben bei Energie gesehen, was es heißt, abhängig zu sein. Ich dachte, wir hätten daraus unsere Lehren gezogen. Nein. Wir machen den gleichen Fehler wieder und begeben uns weiter in eine Nahrungsmittelabhängigkeit. Deutsche Landwirte schließen aus Wettbewerbsgründen ihre Betriebe. Als Ersatz vereinbart die Politik ein Freihandelsabkommen. Das Ergebnis daraus schlechtere Standards bei Nahrungsmitteln und einen CO2-Abdruck, Fußabdruck, der klimaunfreundlich ist. Die deutsche Landwirtschaft produziert nicht nur regionale Nahrungsmittel, Futtermittel und Energie. Sie ist auch der einzige Berufsstand, der gleichzeitig nachhaltig ist. Wir sollten in Zukunft überlegen, was uns unsere deutsche bzw. hessische Landwirtschaft wert ist. Danke. Das waren sehr viele Themen. Ich würde aber trotzdem bitten, noch zwei, drei kleine Fragen noch zuzulassen. Und dann würde ich die Beantwortung dann auf einmal fassen, Herr Kurz. Wer hat noch eine Frage? Ja, ich würde. Gut, Hans hat jetzt erst, aber dann. Herr Gons, wir kennen uns doch von der Preisverleihung bei der MGH, dem Kunden Koi Leo, den wir in Sprombach schon miteinander geredet haben. Ich habe auch ein paar Zahlen zusammengeschrieben, speziell für den Odenwald. Das ist meine Region, den ich hier im Hessischen Bauernverband vertrete. Es wurde hier schon viel gesagt über die ganzen Themen, über Wolf oder auch Gülleausbringung, Güllegesetz. Aber ist vielleicht der Odenwald hat da auch eine eigene Stellung durch seine Mittelgebirgslage, durch die Hanglage. Und da haben wir uns, ich habe jetzt bewusst, wir, meine Familie oder auch mein Sohn, der jetzt hier in die Schule geht, der sich anschickt, den Betrieb zu übernehmen. Und da haben wir auch weiter gedacht, was passiert, wenn zum Beispiel, wenn jetzt die Schlippschlauchvergüllung kommt, wenn im Odenwald auch mit Schlippschlauch Gülle ausgebracht werden muss, geht es zulasten der Weidetierhaltung. Jeder von uns weiß, was dann auf dem Grünland überbleibt. Die Weidetierhaltung kommt da nicht mit zurecht. Es bleibt steifen, der Gülle liegen. Aber das ist das Thema, was vordergründig ist. Wir haben uns das weiter überlegt. Die kleinen Betriebe können sich diese Technik nicht leisten. Es wird dann Lohnunternehmen geben, die mit großen Geräten dann die Gülle ausbringen, die diese Arbeit machen. Und dann kommt der nächste Punkt. Nicht jeder kleine Betrieb ist für diese Maschinen befahrbar. Da liegen Gülle-Lagerplätze an Stellen, die nicht befahrbar oder nicht, die Gülle kann nicht abgeholt werden. Es kommen Investitionen. Es kommen Investitionen auf die kleineren Betriebe zu, die Betriebe nicht mehr stemmen können. Und es wird dann auch zu Betriebsaufgaben kommen. Und ich ziehe das jetzt so ganz ein bisschen in meiner Frage an Sie fort. Ich sage mal ein bisschen, es ist Strukturwandel per Gesetz. Ähnlich geht es jetzt, der Wolf, er wurde vorhin genannt, aber der Wolf ist für die Weidetierhaltung auch ein ähnliches Streitobjekt. Bei uns im Odenwald wird die Weidetierhaltung sehr oft von Nebenerwerbslandwirten gemacht. Dort diese Landwirte halten die Biodiversität im Odenwald hoch. Sie beweiden Flächen, die Haupterwerbslandwirte oft nicht beweiden wollen können oder auch dürfen. Talaugen, Magerwiesen und Hanglagen, Streuobstwiesen. Wenn diese Flächen von diesen Leuten nicht mehr beweidet werden oder von diesen Tieren nicht mehr beweidet werden, werden die veröden und werden uns verloren gehen. Das ist auch ein Stück Biodiversität, die verloren geht. Diese Nebenerwerbslandwirte werden es sich nicht werden die Arbeit nicht machen, um diese Zäune zu bauen, um den Wolf abzuwehren, da hören die lieber auf. Ist auch ein Stück Landwirtschaft, das verloren geht. Kleinteilige Landwirtschaft, Naturschutz, Biodiversität, Strukturwandel durch Gesetz. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, was momentan, ich muss jetzt ein ganz klar bisschen Kritik machen, das Wort Öko- oder Biolandwirtschaft ist heute Morgen halt gefallen. Jeder von euch weiß, dass ich Biolandwirt bin.
Und gerade wir Biolandwirte momentan als Direktvermarkter, Sie wissen ja vielleicht, dass wir auch eine Hofkäserei zu Hause haben, uns fällt momentan diese Inflation, das veränderte Kaufverhalten der, ja, der Verbraucher gewaltig auf die Füße. Im Odenwald hat der letzte und einzigste Biomarkt zum 1.2. seine Türen geschlossen. Also direkte Vermarktung von Bioprodukten nur noch über den Lebensmitteleinzelhandel überhaupt möglich oder ab Hof. Ab Hof sind wir zum Teil zu abgelegen, um hier ein Geschäft zu machen. Auch dort sind diese Parameter, diese hohen Energiekosten, vor allem auch die hohen Lohnkosten, die jetzt auf diese Kleinbetriebe einströmen, sind nicht zu schultern. Es wird auch dort ein Verlust der Direktvermarktung, einen Verlust der Vielfalt geben, was man auf den Bauernmärkten so schlechthin so sehr bewundern kann oder sehen kann. Es werden auch dort Betriebe aufhören, diese Produkte den Verbrauchern zur Verfügung zu stellen, weil es einfach wirtschaftlich nicht mehr zu stemmen ist. Bis hin auch, ich habe das letztens auch im Zeitungsbericht in der Darmstädter Echo kundgegeben. Es denkt der ein oder andere Ökolandwirt über den Ausstieg aus Öko nach, weil er einfach zu teuer produziert und diese Kosten beim Lebensmitteleinzelhandel oder beim Verbraucher nicht mehr einholen kann. Und es wird also sehr schwierig werden. Und ich wäre also ein schlechter Odenwälder, wenn ich jetzt nicht über den Odenwaldschlachthof noch mal kurz was sagen würde. Der Odenwaldschlachthof ist der Leuchtturm für die Odenwälder Direktverwaltung, für die Odenwälder Landwirtschaft. Wenn dieser Odenwaldschlachthof nicht renoviert wird, wenn er nicht wieder wirtschaftsfähig gemacht wird, wenn die Odenwälder Tiere, die dort geschlachtet werden, nach Greizheim oder sonst wohin verbracht werden, und die Leute in Darmstadt oder Umgebung nicht mehr in der Lage sind, Odenwälder Fleisch auf regionalen kurzen Handelswegen zu beziehen, dann ist das ein ganz, ganz schlechtes Bild für die regionale Vermarktung. Und jetzt noch eins am Schluss, bitte Herr Konz, wollen wir uns ein bisschen nennen, nehmen Sie es nicht persönlich. Was ich jetzt hier und heute sage, sage ich vor allem nach Ihnen kommen Leute, die schlussendlich dann als Kontrolleure RB, es wird immer runtergebrochen, auf die Höfe kommen. Es kommen Kontrolleure auf die Höfe. Momentan im Odenwald, ja, wir waren ziemlich weit hinten mit der Veterinärdichte. Momentan im Odenwald nehmen sich die Leute die Klinke in die Hand. Wenn man hier einen landwirtschaftlichen Betrieb hat mit Eierproduktion oder auch eine Hofkäserei, ja, die kommen, ich muss fast schon sagen, wöchentlich, das ist nicht ganz so schlimm. Aber ich habe dort ein Problem, ich höre das auch bei Kollegen bis hin zu Bäcker und Metzgereien. Diese Kontrolleure, da wünsche ich mir, dass die auf Augenhöhe kommen und nicht per Gesetz, ja, die Gesetze sind gemacht. Ein Gesetz zu machen ist das eine, ein Gesetz umzusetzen ist das andere. Und hier kommen Leute auf Höfe oder in Geschäfte oder in Käsereien und Metzgereien, wo man der Meinung ist, die möchten was finden, die möchten unbedingt haben, dass hier Schwierigkeiten entstehen, dass hier Probleme entstehen. Und diese Kontrolle, die biete ich mir ganz stark wieder auf Augenhöhe, dass man Probleme zusammenlöst und nicht Probleme findet und die dann einem aufstehen. Das kann es nicht sein, weil sonst verlieren wir diese Vielfalt an landwirtschaftlichen Produkten oder auch die Weiterverarbeitung. Ich denke gerade an Bäcker, an Familienbetriebe, die haben dann keine Lust mehr. Wenn das so weitergeht, also Odenwald ist es momentan mehr, ich kann nur für meine Region reden, dann geht hier was verloren. Und da denke ich doch, Gesetze machen ist das eine. Ich spreche damit auch die Politiker, die hier sitzen, an und alle, die Entscheidungsträger, die hier sitzen, nicht Sie in Person, ich möchte es nur mal ganz genau sagen, aber Sie sind jetzt der Oberste, der hier sitzt. Hier sollte man doch die Verhältnismäßigkeit wahren und sollte hier auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das ist unbedingt wichtig. Das war der zweite Rückschlag. Herr
Kunz, will aber trotzdem. Ich habe noch zwei Wortmeldungen hier. Die eine war, die sich eben hier schon gemeldet hat, der Herr mit der Mütze, der hat das Mikro. Und dann nochmal hier, bitte kurze Fragen, weil sonst kriegen wir mit dem Zeitplan ein Problem. Ja, mein Name ist Robert Eisenhut, ich bin hier in Lernsheim, der kleinste Nebenerwerbslandwirt und bin auch anerkannt behindertengeschädigt. Das läuft bei mir sozialrechtlich schon seit mittlerweile im 17. Jahr ein Schmierentheater bezüglich meiner Versorgung, auch mit den Bauern und mit den Reservisten hier vor Ort und in der Kommune. Ich bin wieder Reservist geworden seit 2020, im Odenwald war ich auch vor kurzem. Problematik kenne ich auch. Und Bauer hat uns da seine Landwirtschaft zur Verfügung gestellt für unsere Übung. Und hier in der Kommune ist es so, dass jeder weiß, am Minfeld war ja ein ehemaliges Hitlerdorf. Da sind ja kaum noch Landwirte, drei Stück oder vier Stück mit riesen Anwesen, wo sie alle ihre Fremdarbeiter haben. Und bei mir läuft die Sache wegen der Kfz-Fürsorge mittlerweile seit 2017 sozialmäßig, habe ich auch bei den Bauern angefragt, auch an den Bielau habe ich schon gesendet. Die letzten Jahre habe ich hier auch immer kundgetan und mir fällt das nicht leicht. Ich bereite auch meine Reden hier nicht vor und Kleinbauern sind ja. Meine Damen und Herren, mein Name ist Webe, ich komme aus dem Odenwald. Mein Berufskollege hat mir gesagt, dass er im Fernsehen gehört hat, dass Grüne und die SPD den Diesel besteuern würden auf landwirtschaftliche Fahrzeuge. Also nicht die Diesel, die landwirtschaftliche Kleber besteuern würden. Sie wissen, entschuldigt, ich habe heute Morgen mein Herz vergessen. Und das kann doch nicht sein. Frankreich zum Beispiel, die zahlen schon immer weniger. Wir müssen viel mehr mit diesen Zahlen. Die können ihr Getreide reinnehmen, das wird genauso bezahlt wie unseres. Das kann nicht wahr sein, was da läuft. Jeder Betrieb, auch im Odenwald, ein landwirtschaftlicher Betrieb, hat mindestens drei Schlepper zur Bewältigung der Heuernte. Und dann soll der noch versteuert werden. Das ist traurig. Das sollte so ja, nicht sein. Ja, das ist richtig. Wir waren auch mal davon abhängig, dass andere unsere Dinge abgewandt haben. Ich habe meine Frisur schon wieder aus Kopf. Die aber auch noch angewiesen ist, dass wir auch andere Leute den Markt zu uns öffnen. Ja, der Standardunterschied, den wir haben, ist eine Grundbegründung für die Direktzahlung. Die Direktzahlung, die Einkommensstruktur, ist unmittelbar darauf begründet, dass wir in Deutschland höhere Kosten für die Produktion haben als in anderen Ländern. Wenn wir gleiche Standards haben, fällt die Direktzahlung weg. Das ist unter den logischen Konsequenzen, aber das ist sozusagen bis hier zumindest die Verständigung gewesen, dass wir eine Direktzahlung haben und deswegen dann aber auch sozusagen den Wettbewerb ertragen müssen an manchen Stellen, wobei ich bei vielen Freihandelskompromissen mit Ihnen einer Meinung bin, da könnte man auch vielleicht anders agieren, aber das ist dann am Ende eine Gesamtabwägung in so einem Freihandelsabkommen. Was den Mindestlohn angeht, ich war ja erst letzte Woche hier in Gernsheim bei den Stillers, die jetzt hier auch viele Projekte machen mit dem Klostergut. Mein Eindruck ist ja eher, dass wir Probleme haben werden, in Zukunft noch Saisonarbeitskräfte zu finden. Ne? Also sozusagen die Frage des Mindestlohns wird dann nicht mehr so ganz die entscheidende sein, sondern wir kriegen noch Leute zu den Bedingungen, mit denen man dann hier arbeiten kann. Ja, das wird die spannende Frage. Wenn ich richtig verstanden habe, wird das jetzt auch in Rumänien schwierig langsam. Also da muss man dann eher gucken. Ja? Und dann ist vielleicht ein etwas höherer Lohn ein Vorteil, das ist immer die Frage, wie der Verbraucher ihre Produkte wertschätzt, weniger eine Frage des Lohns. Die hohen Gebiete, ich soll es kurz machen, hat der schon mal gesagt. Also wir haben jetzt 12 Millionen, so viele, die noch nie in neue Messstellen
vorgesehen zu investieren. Das ist jetzt alles schwierig, weil jetzt alle Länder neue Messstellen machen. Man kaum noch einen findet, der noch dort, aber wir sind da dran. Wir werden 100 neue Messstellen kriegen und wir werden auch alle alten noch einmal neu anschauen und nachqualifizieren und dann natürlich auch entsprechend anpassen. Dazu macht die Bundesregierung jetzt noch, arbeitet an der Stoffstrombilanzverordnung, arbeitet am Düngegesetz und das hier, und das ist auch mit der Kommission so vereinbart. Aber dann, wenn wir vernünftige Datengrundlagen haben, auch stärker noch die verursachergerechte Differenzierung geben können. Aber das wird noch ein Stück dauern, bis wir die Datengrundlage haben. Aber ich war selbst bei einigen Gesprächen mit der Kommission dabei, das war ja nicht ganz einfach über viele Jahre. Und ich weiß, die sind offen dafür zu differenzieren, wenn wir denn mal sozusagen überhaupt erstmal in allen Ländern eine Düngeverordnung haben und das Verfahren abgeschlossen ist und hier dann auch tatsächlich Daten haben. Zur Pflanzenschutzmittel, sozusagen bei den meisten Schutzgebieten ist es ja heute schon so, dass durch die Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung in den Naturschutzgebieten, in den Natura 2000 Gebieten, bis auf weniger Ausnahmen, auch Ackerfläche, der Pflanzenschutzmitteleinsatz jetzt verboten ist, da würde nichts mehr Neues dazukommen. Und wir sind gemeinsam der Auffassung, dass bei Landschaftsschutzgebieten das nicht der Fall sein kann. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, den die Kommission beschreiben wird, wobei auch die Kommission nicht davon ausgeht, 50% der Pestizide zu verbieten, sondern es geht darum, 50% kommt nur deswegen zustande, weil sie zum Beispiel Neonicotinoide mit einem Faktor 58 messen. Ja, weil sie sagen, das ist ein besonders systemisch wirkendes Gift, deswegen würden das sozusagen 1 Kilo Neonicotinoide wirken wie 58 Kilo und deswegen kommen die 50% zustande. Also insofern, es sind nicht 50% Reduktion pauschal, sondern schon ein sehr differenzierter Ansatz, den die Union hat, auch wenn der nicht so kommen wird, wie ich jetzt sehe. PV-Pflicht hatten Sie angesprochen. Wir werden nach unseren Ermittlungen sicherlich versuchen, einen Großteil sozusagen der Photovoltaik auch im besiedelten Bereich hinbekommen, aber wir werden nicht alles schaffen. Wir werden etwa 0,7% der landwirtschaftlich genutzten Flächen etwa brauchen. Das werden bei dem Daumen gemeint in Hessen etwa 5.000 bis 7.000 Hektar sein, die wir in den nächsten Jahren, nicht gleich morgen, in den nächsten Jahren vermutlich an Freifläche Photovoltaik brauchen. Das wird vielleicht ein Übergangszeitraum sein, wie wir alle hoffen, dass wir irgendwann der energiepolitische Erdbeschluss weiter sind, aber das wird sozusagen die Größenordnung sein, die uns in Hessen bewegt. Und natürlich streben wir, was den Flächenverbrauch insgesamt angeht, irgendwann die Netto Null an. Wir haben uns 2040 als Ziel gesetzt. Wir sind auf einem gar nicht so schlechten Weg. Das merkt man in Südhessen nicht so, weil in Südhessen natürlich ganz andere Bedingungen herrschen. Wir bekommen einen Sommer dort auf der Fläche. Das weiß ich wohl. Herkunftskennzeichnung wird jetzt angedacht in der Kommission. Ich glaube, da kommen die Vorschläge jetzt irgendwann im Sommer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da kann ich wenig zu sagen. Wir werden uns alle überraschen lassen. Die Schließung vom Betrieb haben Sie angesprochen, dass sozusagen die Nahrungsmittelversorgung dadurch gefährdet ist. Zunächst mal muss man sagen, wir können die Ernährungssicherheit nicht mehr allein deutsch betrachten. Das ist europäisch. Wenn wir davon ausgehen, dass wir keine Lebensmittel mehr aus anderen europäischen Ländern bekommen, dann ist hier bei uns aber auch Ende Gelände, weil da gibt es niemanden, der den Lebensmittel bezahlen kann. Weil wir sind auch darauf angewiesen, dass wir exportieren können. Insofern können wir das nur europäisch betrachten und da sieht die Versorgungslage jetzt nicht so schlecht aus, wie wir das manchmal finden. Und auch in der Corona-Zeit hatten wir ja zwei kurzfristige Mangelei mit Klopapier, aber wir sind doch über viele Dinge sehr gut hinweggekommen, das muss man auch mal sagen. Jetzt werde ich versuchen, noch der Biber, den Herr Strauß angesprochen hat, kann ich nicht widersprochen lassen, zumindest der Fall, den Sie geschildert haben, aber natürlich eine kompetente Ansprechpartnerin als mich, den kann man lösen. Also das ist schon so, dass wir in vielen Fällen dann die Dämme absenken und dann kann das Wasser abfließen, das ist auch artenschutzrechtlich abgesichert, dass man das so lösen kann. Aber Sie werden, wenn das für den Biber attraktiv ist, wird dann halt morgen der nächste Biber da sein und das werden Sie auch nicht mit der Flinte hinkriegen, sondern das muss man dann sozusagen vor Ort im Einzelnen anschauen. So, lieber Trumpfhörer, jetzt noch zu Ihnen.
der Wolf und die Landschaft, die Landschaftspflege, gebe ich Ihnen recht, aber das kann man nicht wirklich dem Wolf anlassen, sondern wenn Sie sich die Entwicklung der Schaf- und Ziegenhaltenden Betriebe ansehen, dann ist das ein Trend, der nicht erst mit dem Wolf begonnen hat. Und ich war auch bei vielen Vollerlandsbetrieben, die das versuchen. Und das kann man keinem Menschen zumuten, davon ernsthaft seinen Haupterwerb zu betreiben. Das machen wir selbst noch. Die Sozialprojekte, habe ich mir gedacht, das ist eine Mischkalkulation, aber ich glaube, wir werden viele Landschaftspflegeaufgaben am Ende in staatlichem Auftrag in irgendeiner Form bewältigen müssen. Das wird nicht mehr über einen Erwerb über die Schaf- und Ziegenhaltung gehen. Da bin ich nicht in einer Meinung. Der Wolf mag ja jetzt der Tropfen auf den heißen Stein sein, aber er ist nicht der Auslöser dafür. Wir haben viele Magerrasen verloren, gerade im Bereich Hersberg-Murten am Meißnerkreis, lange bevor da jemals über einen Wolf geredet wurde. Das wird jetzt nicht noch sozusagen verstärken. Deswegen, da denken wir, glaube ich, eher in die Richtung, dass wir nur die Landschaftspflege verspendet oder ähnliches der Strukturen schaffen müssen, um das ein Stück weit aufzufangen. Bei der Direktvermarktung, ja, die Lebensmittelüberwachung wird jetzt sozusagen auch personell an den einen oder anderen Orten verstärkt, weil politisch Verantwortliche gemerkt haben, was passiert, wenn man sagen muss, da waren wir jetzt schon 2 Jahre nicht hier. Das ist sieht ja nicht so weit weg hier, dass das passiert ist. Insofern kann ich das verstehen. Wir hatten im letzten Jahr tatsächlich ein Gespräch zwischen der Lebensmittelkontrolle bei uns im Haus und den Verbänden der Direktvermarktung, aber auch Metzgereien und Ähnlichen, wo es um genau die Frage geht, was ist verhältnismäßig, wie kann man das angemessen machen. Wir wollen das weiter fortsetzen, diesen Austausch, dass beide Seiten ein Stück voneinander lernen und verstehen, wie der jeweils andere tickt. Weil natürlich sind jetzt viele neue Leute in der Lebensmittelüberwachung, viele, die jetzt dazukommen, weil sie jetzt sozusagen die Regierungspräsidentin und auch ihre beiden Kollegen sprechen jetzt die Landräte auch aktiv an und sagen, müsstet ihr eigentlich ein bisschen mehr kontrolliert haben nach unseren Daten, ihr müsst da was tun, dann werden neue eingestellt und dann kommt es natürlich genau zu den Fällen, die Sie beschreiben, die einer, der schon 50 Jahre nicht, dann ist er schon wieder in Pension, aber wenn er schon 30 Jahre Berufserfahrung hat als Lebensmittelkontrolleur, das vielleicht ein bisschen anders handhabt. Insofern, wenn Sie sowas konkrete Beispiele haben, sagen Sie es gerne, dann nehmen wir das auch auf und dann versuchen wir das auch abzustellen. Und bei Schlachtung bin ich mit Ihnen einer Meinung, den müssen wir halt erhalten. Da werden wir, ich weiß, dass Frau Enders das auch bemüht. Ja, wir wollen alles tun, was wir können. Das ist wieder immer so beigeberechtigt, nicht ganz einfach, das haben wir irgendwie hinbekommen. Und dann haben Sie noch die Technik angesprochen. Schmal hat vorhin schon beeindruckende Technik angesprochen, hat aber auch gesagt, dass er sie bei den Maschinenringen gesehen hat. Und ich glaube, das wird ein Stück weit in Zukunft sein, sozusagen mehr kooperative Lösungen auch in der Landwirtschaft. Wenn wir wollen, dass wir weiter so klein strukturiert bleiben, wie wir sind, dann wird es über Kooperationen gehen. Weil die Frage Digitalisierung, Düngetechnik und all die anderen Sachen, wie wird der einzelne kleine Betrieb in unserer Struktur geschaffen? In Brandenburg kann man sich das alles leisten, wenn man Durchschnittsgröße von 200 Hektar. Wir haben 80 Hektar Vollerwerbsbetrieb, das schafft nicht. Ja. Also da ist sozusagen, sehe ich auch, da bin ich ein großer Freund der Maschinenringe, ja, weiß der Schäfer auch, sozusagen bin ich auch immer ein Freund davon, dass auch vieles auch versucht, in Kooperation zu lösen. Jetzt habe ich ganz schnell gesprochen, um ganz viel noch abzuarbeiten. Ich hoffe, ich bin jetzt noch ein bisschen da. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann könnt ihr mich gerne noch ansprechen. Ansonsten wünsche ich jetzt uns allen einen spannenden Vortrag. Vielen Dank. Ja, liebe Wählerinnen, liebe Wähler. Darum geht's doch, oder? Also dass hessische Bauernverbände und der hessische Bauernverband sehr einflussreich ist, das weiß man sowieso, auch in der Berliner Republik. Aber dass er so weitsichtig ist, dass im Moment, wo sich so alles politisch um Hessen dreht, heute so ein Thema hier zu präsentieren, das hat mich schon erstaunt. Denn die Berliner Republik guckt natürlich gebannt nach Wiesbaden. Nicht nur wegen der großen Landtagswahl, bei der es ja vielleicht gelingen kann, der Union auch die Blockademehrheit der SPD gelingen kann, die Blockademehrheit der CDU zu brechen.
bei so vielen verschiedenen bunten Regierungskoalitionen und Konstellationen musste man ja oft darauf warten, dass in Afrika vielleicht auch neue Staaten sich gründen, damit wir wieder neue Flaggenfarben hatten, um Koalitionen bezeichnen zu können. Ob das hier so kommt, wissen wir nicht. Aber der Bundesrat könnte natürlich über die Hessenwahl eine Veränderung erfahren, die bei vielen anderen Wahlen in diesem Jahr keine große Rolle spielt. Naja, und dann Nancy Faeser kommt zurück. Das ist zumindest ihr Vorhaben. Auch ein großes bundespolitisches Thema, was mit Hessen zusammenhängt. You'll never walk alone, sagte Olaf Scholz. Offenbar will sie nicht mit ihm weitergehen. Er hat ja auch nie gesagt, wo er hingehen will. Ja, und eine haben sie auch zurückbekommen. Ne? Die Bundesverteidigungsministerin war auch großes hessisches Thema. Frau Lambrecht. Ja, die Hessen machen Schlagzeilen seit vielen, vielen Wochen. Und bei Rücktritten habe ich mich bei Frau Faeser, bei Frau Lambrecht auch versucht daran zu erinnern, dass das ja doch bei vielen ein großes Problem ist, wann man wie zurücktritt. Und manche auch lange dafür brauchen, um sich das zu überlegen. Eigentlich habe ich mich besonders daran erinnert an den Sommer 2016 war das, die große Auseinandersetzung nach der Flüchtlingsthematik zwischen der CDU und der CSU, zwischen Merkel und Seehofer, Obergrenzen und all die Dinge, Sie erinnern sich vielleicht noch. Und ich kann mich nicht erinnern in der Geschichte der Politikerinnen und Politiker, dass einer so oft nicht zurückgetreten ist wie Horst Seehofer. Auch das ist eine Leistung. Es gehört zur Politik zur schwersten Aufgabe, den richtigen Zeitpunkt zu finden, abzutreten, weil es schon sehr schwierig ist, würdevoll, bedeutungslos zu werden. Das kann ich nicht. Das gilt auch für viele Ehrenämter gleichermaßen. Und das Anfangen ist nicht einfach. Wenn Sie überlegen, die Amerikaner vor ein paar Wochen noch, 15 Mal hat der dritte Mann im Staat gebraucht, um gewählt zu werden, hat sich auch wählen lassen. Bei Union Spitzen hat man immerhin 3 Anläufe von Herrn Merz gebraucht, bis er Bundesvorsitzender war. Das geht, das funktioniert, das ist ein großes demokratisches Prinzip und ist insofern auch stimmig. Es gibt aber eben diffuse Übergänge, kann man schon sagen, zwischen Ehrgeiz und Erniedrigung, die sich am Start und auch am Ende, wenn man abtritt, aufzeigen. Ich hätte auch anders anfangen können, nicht mit Wählerinnen und Wählern, ich hätte auch mit anfangen können, liebe Pazifisten. Sind hier mehr Bellizisten? Ich hätte nicht gedacht, dass man mit so einer Anrede was auslösen kann. Und ich habe mich da einfach nicht nur an meine eigenen Dinge erinnert, ich habe so viele Seminare gemacht zur Wehrhaftigkeit, für mich war aber die Wehrhaftigkeit nur ein Thema, der inneren Wehrhaftigkeit. Wie schützt man die Demokratie vor den Feinden der Demokratie? Dass einmal das Thema äußere Wehrhaftigkeit, die äußeren Feinde eine Rolle spielen, gehört zu meiner persönlichen Lebenslüge dazu. Das habe ich nicht gedacht. Und ich habe mich erinnert an den Dezember 21, der große Zapfenstreich für Angela Merkel. Wenn Sie sich erinnern, das war mal die Kanzlerin, Frau Scholz. Angela Merkel-Verabschiedung, ich habe das versucht zu kommentieren, nicht die Zeremonie dort, weil ich da keine Ahnung von habe, aber den Merkelismus noch mal ein bisschen einzuordnen. Viele Millionen Zuschauer haben das auch geguckt, den Zapfenstreich, ganz kalt, eises Kälte am Wendlerblock in Berlin, unvergessen allein schon durch die Kälte. Und wenn Sie dann so reingehen, wie ich so als Zivilist vorher, im Dunkeln sich da durcharbeiten, zwischen all diesen Menschen, die dort marschieren, nochmal üben und den Fackel anmachen und ausmachen. Und es gibt eigentlich nichts, was einen mehr befremdet, mich zumindest, als so eine Zeremonie, die wir am Ende für wichtige Minister oder für die Kanzler oder Bundespräsidenten regelmäßig einsetzen, die auch durchaus eine demokratische Tradition hat. Aber ich hatte gedacht, was hat das mit Frau Merkel zu tun, dieser Kanzlerin nach 16 Jahren, diese Form von Verabschiedung?
Und was hat das mit mir zu tun? Also niemals hat sich das so fremd angefühlt wie dort, obwohl alle hilfsbereit waren, nett und freundlich waren. Es war eine ganz fremde Welt. Und vom Dezember dann bis Februar, kein langer Weg. Wenige Wochen danach ist uns allen klar geworden, dass dieses nachholende Begreifen eine große Rolle spielt und viele Lebenslügen damit zusammenhängen. Natürlich haben diese Soldatinnen und Soldaten mit uns ganz viel zu tun und auch mit dieser Demokratie. Das war uns nur bis dahin nicht bewusst, nicht mehr bewusst. Welche anderen Lebenslügen gibt es noch, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben? Über was sollten wir heute grundsätzlich anders nachdenken, wie wir es bisher gemacht haben? Das ist doch der Punkt, damit man nicht wieder erwischt wird bei so einer sehr umfangreichen Lebenslüge. Und das, was sich in dem Jahr danach abgespielt hat, sind ja bestimmte Phasen, die wir erlebt haben. Die erste Phase war konkrete Angst vor Krieg, vor allem an nukleare Bedrohung. Die zweite Phase war eher die Phase, dass wir gesehen haben, es ist vielleicht ein Energiekrieg. Das ist um fossile Energieträger geht. Und in der Kombination, dass es ein Energiekrieg ist, auch in der Verdichtung, es kann ein Katalysator sein für alles Erneuerbare, für mehr und veränderte Nachhaltigkeit. Auch das eine weitere Phase. Und die dritte Phase haben wir doch sehr stark erkannt, dass Putin offenbar auch auf unser Lebensmodell zugreifen möchte. Lebensstandard, so wie wir leben, unser Lebensmodell als solches auch angegriffen wird, ganz offensichtlich. All das macht klar, in welcher kurzen Phase wir vieles lernen mussten in einer äußeren, neueren, besonderen Bedrohung und mit dieser Bedrohung umgehen mussten. Die Bedrohung war insofern so fundamental, dass wir auch eben etwas Neues gelernt haben, nämlich unsere Zurückhaltungskultur, die uns in Deutschland auszeichnet. Wir sind ja Pazifismus-Weltmeister, als Zivilmacht vor allen Dingen abzulehnen. Und da hängt eben sehr viel dran, vor allen Dingen dann, wenn man sieht, wie wir als Sicherheitsdeutsche wählen und denken und wie wir bisher auch Krisen gelöst haben. In all den Krisen, an die wir uns gemeinsam erinnern, ging es immer darum, dies auch mit Geld vielleicht lösen zu können, aber unter Bedingungen von Inflation und unter Bedingungen, dass das Geld wieder teurer geworden ist durch Zinsen, lässt sich dieser Modus des Krisenlösens so nicht mehr einfach übertragen. Ich möchte ein paar Thesen dazu präzisieren, die in dieser Logik liegen. Die erste ist, die Unberechenbarkeit bleibt als Prinzip. Es gibt keine Verlässlichkeit mehr. Keine Planungssicherheit. Deswegen ist es auch ein Hohn, immer Masterpläne zu entwickeln, die nach 3-4 Wochen letztlich auch nicht mehr gelten. Es gibt eine Erwartungssicherheit gegenüber dem Nicht-Erwartbaren. Und das ist eben neu. Nicht nur Krise an Krise, sondern dass die Planbarkeit in das, was passiert, nicht mehr wirklich da ist. Vieles entwickelt sich eben nicht in Serien, so wie wir das auch als Zuschauer gerne genießen, Fernsehen oder wo auch immer, auch nicht zyklisch, sondern in einer komplexen Gesellschaft mit vielen Rückkopplungseffekten ist eben vieles nicht planbar. Und das ist in der Dichte, in der Auseinandersetzung neu und ist anders. Wenn Sie bisher davon ausgehen, dass Wissen, wie es weitergeht, eine große Machtressource darstellt, auch in der Politik und in Ihrem Alltag, dann ist die Ressource Nichtwissen heute genauso wichtig. Und Sie erkennen ja, wenn Sie ehrlich sind, auch daran, wie ein Spitzenpolitiker intelligent mit Nichtwissen umgeht. Das ist ein Erkennungsmerkmal. Und wir wollen es ja auch so. Als Wählerinnen und Wähler setzen wir voraus, dass das, was auf uns zukommt als Krise, von der Politik auch gelöst wird. Krisenlotsen sind super populär, die wählen wir gerne. Krisenlotsinnen und Krisenlotsen. Also ein Politiker, der alles, was auf ihn zukommt, doch irgendwie managen muss. Aber wie managen wir das Unwahrscheinliche? Wie schaffen wir eine Sensibilitätsschulung für das Eintreten des Nicht-Erwartbaren? Wie werden wir irritationsfest? Wie werden wir überraschungsfest für das, was auf uns zukommt?
super schwer, weil das ist eine Grundhaltung, die wir brauchen. Sie alle in Ihrem Beruf. Das ist nicht einfach. Und das verändert natürlich die Marke der Politik und wie es ja heute Morgen auch sehr intensiv ging. Wenn Sie unter diesen Rahmenbedingungen zu entscheiden haben, ist die Frage, wer Sieger ist und Verlierer ist, sehr relativ. Das dazwischen ist viel interessanter. Heute sind Sie Sieger, morgen können Sie sofort Verlierer sein. Das geht so schnell. Also diese Zwischenlinien sind viel interessanter. Wenn aber Politik gar nicht mehr in der Lage ist, grundsätzlich Probleme so zu lösen, dass sie auch gelöst sind, endgültig, dass ein 360-Seiten-Gesetz 4 Wochen hält und dann sich etwas wieder neu verändert, dass die Probleme nicht gelöst werden, dann ändert das das Verhältnis der Bürger zur Politik. Denn die Politik soll Probleme lösen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Politik, in der Politik, vertrauensvolle Mechanismen lösen sich in der Politik und werden gelöst in der Politik eben durch Probleme, die man löst. Aber die Politik ist in einem Modus des Nachbesserns. Kein Gesetz löst vollständig ein Problem. In einer komplexen Gesellschaft ist das Nachbessern, das Ausbessern, das Nachjustieren der Grundmodus moderner Politik geworden. Und das ist nicht einfach geworden. Also wir sind in einer Zeit, in diese Unberechenbarkeit bleiben wird, geradezu in einer Zeit des Gewissheitsschwundes. Gewissheitsschwund habe ich früher philosophisch begründet oder soziologisch. Heute mache ich es einfach mit dem Hinweis, wenn Sie Bahnfahrer sind, ist auch Gewissheitsschwund. Nicht, wann man ankommt, oft wo und ob überhaupt man ankommt. Das ist Gewissheitsschwund, der sich beim Bahnfahren ausbreitet. Und in dieser Interpretation gilt das eben auch für die Planbarkeit von Politik, indem das Unvorhergesehene eine Rolle spielt, die Zwangsläufigkeiten nicht mehr wirklich erkennbar sind und damit das Produkt der Politik fundamental verändert. Politik ist Feuerlöscher. Und wenn wir das so sehen, ist die Frage, welches Verhältnis wir zu dieser Politik entwickeln, dass wir das auch anerkennen. Die Politiker sind deshalb noch mehr als sonst Meister des Diffusen. Wahrheitsmäßig sind alle unterwegs, aber wie klar. Wenn Sie das Radio anmachen, hören Sie das sofort, ob ein Fußballer spricht oder ein Politiker spricht. Hängt gar nicht am Thema, sondern es ist ja diese Floskelhaftigkeit einer hochfunktionalen Sprache, die die Politik umtreibt. Die souveräne Unschärfe macht die Politiker zu Politikern. Und das ist wichtig, weil am Ende des Satzes müssen sie noch die Mehrheit haben. Das ist bei einem Sportler nie die Frage, ob sie die Mehrheit behalten. Denn bei gerade so fluiden Machtgrundlagen in einer Stimmungsdemokratie müssen sie die Mehrheit in der eigenen Partei immer hinter sich haben. Also führen heißt ja nicht irgendwie loslaufen, sie müssen immer sich umblicken und hinter sich gucken, ob einer noch kommt. Nicht? Sammeln und führen ist Leadership, nicht nur loslaufen. Und das im Blick auf die eigene Partei. Und das führt eben dazu, dass Sie so formulieren, dass es uns als Bürgerinnen und Bürger aufregt, weil es nicht präzise ist. Aber es ist eben eine hochfunktional, professionelle Sprache, die eben in der souveränen Unschärfe mehrheitsfähig bleibt. Umso wichtiger ist, wichtige, gute Journalisten zu haben, die das aufbrechen, die das aufklären und die das verändern. Und es kommt eben auch dazu, dass unter den Bedingungen der Unberechenbarkeit, das gehört auch zur ersten These, vieles sich in paradoxe Politik verwandelt. Vieles mit dem, was im Wahlprogramm steht, gar nicht mehr in der Realität der Politik zu tun hat. Und das finden wir als Wählerinnen und Wähler auch gut. Wir belohnen Parteien, die pragmatisch sind, die sich anpassen, die sehen, dass die Gegebenheiten anders sind und nicht ideologisch fest auf dem Kurs bleiben. Aber so ist es doch kurios, dass die SPD als eine Partei, die sehr pazifistisch unterwegs war, jetzt Waffen, Panzer, was auch immer, alles in ein Kriegsgebiet liefert. Es ist doch ungewöhnlich, dass die FDP als die eigentliche Marktpartei, so behauptet sie immer und auch die Finanzminister stellt, mehr Schulden macht als alle anderen und es dann Sondervermögen nennt.
Und die Grünen suchen nicht nur, weil sie olivgrün sind mittlerweile, sie suchen nach den letzten fossilen Resten, die es in Europa überhaupt noch gibt oder weltweit. Das ist paradoxe Politik. Und sie sind die Grünen eben zu einer Macherpartei geworden, die eigentlich eine Verbotspartei war. Und das belohnen wir. Und Sie sehen, wer sich nicht bewegt, wer sich nicht pragmatisch anpasst, den belohnen wir nicht. Wir sind da als Bürger und Bürger sehr sensibel und achten darauf, dass man nicht einfach Ideologien abbaut, sondern sich beweglich zeigt. Aber Unberechenbarkeit bleibt. Und wie gehen wir damit um? Mein zweiter Punkt ist, die Vielfachkrisen entscheiden natürlich auch alle Wahlen, auch die kommenden Landtagswahlen in Hessen, nicht so sehr direkt durch die Thesen und die Themen, sondern auch indirekt durch Typen, durch Wahlverhalten gleichermaßen. Also Wahlen sind ja nie Erntedankfeste, ne, sondern sie sind immer eine Belohnung auf die Zukunft. Wir wählen die Parteien, die vermeintlich die Themen, die Probleme, die uns am meisten umtreiben, am besten lösen können. Die Anmutung von Lösungskompetenz. Das wählen wir. Das ist Zukunft. Das macht Demokratie aus. Nicht ihren Dank für das, was sie gemacht haben. Da sind wir oft sehr einfach undankbar. Aber insofern ist das, was an Krisen noch erwartbar ist, auch als Vorausschau das, was bei der Hessenwahl eine Rolle spielt. Was könnte kommen? Und welche Partei kann darauf am besten sich einstellen und am besten reagieren? Das belohnen wir. Ansonsten unterscheiden wir uns von vielen anderen Ländern. Wir gehen einen europäischen Sonderweg, was wir wählen. Wir belohnen die politische Mitte und die Ränder bleiben marginalisiert. Das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Ländern, in dem die Ränder viel größer geworden sind. Die politische Mittigkeit, die Buntheit der Mitte ist groß. Ränder haben sich in den letzten Jahren ganz deutlich unter den Bedingungen der Krise verkleinert. Unabhängig von Empörungsfolklore, die den Protest manchmal begleitet. Und wenn Sie sich angucken, welche Art von Typen wir haben, von denen wir ja versuchen zu unterscheiden und sie zu wählen, ist das ein großer Unterschied. Wenn Sie sich überlegen, die Franzosen, gar nicht so lange her, haben ja auch zum zweiten Mal jetzt wieder eine Wahl gehabt zwischen einem flammenden liberalen Europäer wie Macron und Le Pen, die doch für rechtsaußen, geradezu faschistische Herangehensweise an die Politik steht. Oder die Amerikaner, bald wieder eine Auseinandersetzung, vielleicht Biden, Trump, zwischen Demokratie und Nicht-Demokratie. Eine kuriose Konstellation. Trump, nach wie vor, wenn er antritt, ich glaube, steht jeden Morgen auf, er steht vor seinem Spiegel und findet sich nicht nur selbst gut, wahrscheinlich ein goldener Spiegel, er sieht sich immer als die Summe aller Männer. Und das ist doch ungewöhnlich, um es vorsichtig zu formulieren. Ich mache dieses Szenario zwischen Demokratie und Nicht-Demokratie auf, weltweit, und verweise dann auf uns mit Scholz und Laschet. Und mit Rhein und Faeser. Das ist doch verlässliche Langeweile. Und das ist Luxus, das ist demokratischer Luxus, den wir uns leisten. Dass wir auch montags oft die Herausforderer vom Namen her gar nicht mehr kennen. Das ist, unsere Spitzenpolitiker haben, weil wir sie so gerne haben, immer den Charme von Büroleitern. Das ist die Extremisten des Normalen, die befördern wir in diese Ämter. Und das ist komplett anders als das europäische Ausland, die diese starken Populisten ins Zentrum rücken, diese jungen Kennedys oft, die der Slim-Fit-Verkleidung. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir gehen da anders vor mit biederer Normalität und deswegen will ich darauf nochmal verweisen, weil das anders ist. Auch die AfD hat seit der letzten Wahl in Hannover wieder etwas zugelegt, Landtagswahl, aber ansonsten über die letzten 3 Jahre fast die Hälfte ihrer Wählerpotenziale verloren. Dass eine Partei wie die AfD, die auch gewählt würde, wenn sie gar nicht existiert, einen Protest abbildet, zumal die Linke in vielen Bundesländern, auch im Bund, kaum noch existent ist, als Protestpartei irgendwo eine Rolle spielen wird, ist völlig klar. Aber die Größenordnung ist nicht größer geworden, sondern die ist kleiner und schmal geworden. Das ist hier auch mein Punkt.
zu sagen, dass die Macht Digitalisierung unter den Bedingungen von Krisen die Mittigkeit in Deutschland, auch die Typen, die wir wählen, noch einmal stärker ins Zentrum rückt. Wir lieben die Amtsinhaber, wir lieben das Bekannte, wir lieben das Vertraute, wir wählen keine Change Manager und keine Change Maker. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Und wir orientieren uns auch an dem, was wir kennen, Status Quo-Wähler. Das ist klar, weil wir stärker sicherheitsorientiert sind als andere, weil der Durchschnitt bei der Bundestagswahl war 58 Jahre der Wählerinnen und Wähler. Und die Seniorinnen und Senioren, also der Zeitadel, wählt am meisten. Und ich meine, 58 Jahre, das ist natürlich das Alter, in dem man nochmal so angreift. Ne? Alles verändert, das Leben neu aufbaut, neue Perspektiven entwickelt. Scheint nicht so zu sein, wenn ich hier so in den Raum gucke. So, ist doch klar, dass man dann die Sicherheit viel stärker wählt. Also die alte Republik, die wählt und wählt das Bekannte, nicht das Unbekannte. Daher kommt ja auch die Mittigkeit, die eine Rolle spielt. Und dann das Vertraute, was man glaubt zu kennen. Deswegen der hohe Charme, den der Amtsbonus hat von Amtsinhabern, die antreten, die man dann gerne in Serie, wenn nichts Besonderes ist, auch wieder wählt. Aber es gibt auch andere Dinge, also in der SPD, diese Ankerheuristiken, die die Psychologie herausgearbeitet hat, die auch manchmal sprachlich mit Alliterationen zusammenhängt, also bei der SPD zum Beispiel Schmidt, Schröder, Schulz, Scholz, irgendwie naheliegend, das Bekannte wiederzuwählen. Gibt es bei der Union auch, weil bei der CSU, wenn ich an Bayern mal denke, zeitgleicher mit Wiesbaden, da gibt es auch die Kuriosität, dass die Frau von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Stoiber Karin heißt und die Frau von Herrn Seehofer auch mal Ministerpräsident in Bayern, die ist Karin, ja genau. Und was meinen Sie, wie die Frau von Herrn Söder heißt? Karin. So, und mein Punkt ist, das Vertraute, das Bekannte. Und wenn dann noch hinzukommt, dass wir auch gerne Gruppenwähler sind, also Fans des Erfolgs sind, relativiert das das, was wir an großer Informiertheit für Wahlentscheidungen mit einbringen. Natürlich, hier sind alle gut informiert. Sie haben sich nicht nur über die Wahlprogramme bis dahin informiert, über die landwirtschaftlichen Herausforderungen, die alle schildern. Sie haben auf dem Küchentisch längst ihre Synopsen gebildet der verschiedenen Parteien, ist doch klar. Sie kennen jede ihren Landtagsabgeordneten persönlich. Das ist die hocherhabene Informiertheit. So schreiten sie zur Wahl. Aber die Mehrzahl sind eher kognitive Versager und ich schließe mich da nicht aus. Wir sind Fans des Erfolgs. Wir wollen bei den Siegern dabei sein. Das würde ich nicht unterschätzen. Das ist auch die Psychologie, die das ganz gut belegt. Nicht nur bindungs- und bildungsorientiert, wie wir wählen. Wenn Sie denken, wie ist das mit dem Wertstoffsack, diese gelben Säcken oder diese Tonnen, wenn Sie den einfach mal montags rausstellen, was passiert denn dann? Ja, die anderen stellen ihren daneben. Fans des Erfolgs. Das ist genau das Schema. Und so sehen wir. Also mein zweiter Punkt ist, dieses sicherheitskonservative, risikoarme, risikoaverse, veränderungsängstliche hängt auch eben damit zusammen, wie wir wählen, wie wir sind, politisch, kulturell. Und das unterscheidet uns fundamental von anderen Ländern. Und das verweist auf meine dritte These, Wählerinnen und Wähler lieben Eindeutigkeit, wählen aber uneindeutig. Wir wollen klar etwas bewirken mit unserer Wahlentscheidung, aber am Ende wissen wir gar nicht, was mit der Stimme passiert, weil sich erstmal kuriose Mehrheiten, Flaggenfarben bilden müssen. So dass wir nach der Wahl gar nicht mehr wissen, wie die Regierungsbildung abläuft. Oft gibt es keine Aussagen zur Koalition, sodass wir auch völlig offen sind nach dem Wahltag, was mit unserer Stimme am Ende passiert. Wir wollen, dass klar eine Regierung sich bildet mit Mehrheit, aber in Wirklichkeit kommen am Ende drei Parteien zusammen, weil zwei nicht mehr ausreichen. Aus Eindeutigkeit wird er uneindeutig. Und das ist auch eben unserem Sicherheitsprofil geschuldet, so wie wir leben, wie wir denken. Ich erinnere mich nochmal an die Konstellation, wie wir geimpft haben, weil man viel daran erkennen kann, wie wir ticken, wie wir sind. Die Angelsachsen haben praktisch alles weggeimpft, was flüssig war.
egal wo, Großbritannien, USA. Sie konnten sich überall impfen lassen mit allem, was es irgendwie gab auf dem Markt, jetzt und gleich. Das ist eine Seefahrernation, ne? Großbritannien. Das ist irgendwie abenteuerhaft. Das wird einfach gemacht, experimentell unternommen, loslegen, loslaufen. Ob das immer gut ist, wissen wir nicht, aber haben die gemacht. Ja, und wir in unserer Impfstrategie? Wir haben erstmal Impfzentren gebaut. Also bauen können wir ja, es waren sogar oft pünktlich fertig. Und ich bin ganz sicher, dass in jeder Kommune, in der ein Impfzentrum stand, jedes Impfzentrum auch eine gültige Brandschutzordnung hatte. Aber kein Impfstoff. Ja. Also wir als Sicherheitsleute, wir können impfpriorisieren, aber wir können nicht improvisieren. Drei Buchstaben, die diese große Unterschiedlichkeit politisch-kulturell zu Angelsachsen und uns aufmachen. Immer absichert. Es gibt auch keine Nation, die haben das wahrscheinlich auch gerade wieder gemacht, die Urlaub bucht mit Reiserücktrittsversicherung. Das ist perverse Vorfreude, die können nur die Deutschen. So, das sind die Unterschiede, ne, zwischen verschiedenen Nationen, wie wir wählen. Das macht den Unterschied aus, das macht den eigenen Weg aus. Und wenn man dann noch anguckt, wie wir praktisch im Augenblick auch regiert werden, in welchen unterschiedlichen Ausrichtungen die Typenvielfalt uns präsentiert werden, dann ist das auch sehr markant. In der Bundespolitik, in der Ampel, sehen wir ja zurzeit sehr intensiv eigentlich vier verschiedene Akteure. Wir sehen den Bundeskanzler, den Vizekanzler als Zweitkanzler, wir sehen die Außenministerin und den Finanzminister, alle vier. Und alle vier, könnte man lange etwas zu sagen, kommunizieren, führen, vollkommen unterschiedlich. Und die Heterogenität ist für uns als Bürgerinnen und Bürger ein großer Gewinn. Die sind alle komplett anders. Aber manches kann auch verstörend auf uns wirken, weil wir es nicht ganz verstehen. Beispielsweise bei dem Bundeskanzler natürlich. Ein Dissident des Diskurses. Der monumental unbeirrt seinen Weg voranschreitet, geradezu mit aggressivem Schweigen. Das kann uns sehr aufregen und auch oft irritieren. Aber unsichere Wähler, und das sind wir ja, wählen keine unsicheren Politiker. Die Art, keinen Satz zu viel zu sein, sagen, strahlt sehr viel souveräne Sicherheit aus. Und gerade in Kriegszeiten finden das viele Bürgerinnen und Bürger angemessen und richtig. Aber manchmal hat man schon den Eindruck, dass so ein Holztisch hier mehr Lebendigkeit hat als unser Bundeskanzler. Wenn Sie an die Trielle noch erinnern beim Wahlkampf, da hatte ich oft den Eindruck, oder ich wusste nicht, ist das jetzt ein Standbild oder ein Bewegtbild, was man von Scholz sieht. Es ist eine interessante Art, Führung zu praktizieren und auch zu agieren. Ich habe manchmal den Eindruck, seine Sprache ist so knapp wie die Ressourcen. Und so kühl wie unsere Wohnzimmer. Und das ist zwar in der Erklärungsarmut ähnlich wie bei Merkel, aber doch noch deutlich ausgeprägter. Trotzdem hat er seine Popularitätswerte auch in Abgrenzung zu einem ebenso sehr populären Politiker wie Habeck, der ganz anders kommuniziert. Und es geht ja darum, uns etwas zu erklären, in unruhigen und unsicheren Zeiten, wie man das macht. Sie können ihm beim Denken zusehen. Und das ist doch ungewöhnlich. Das ist eine dilemmabewusste Offenheit in einer Präzision, die neu ist. Also, dass Politik, haben wir ja heute gehört, voller Zielkonflikte ist. Und dass diese Zielkonflikte ein Staatssekretär hier bewundernswert aushalten muss und trotzdem aus komplexen Prozessen, aus diffusen Paradoxien geradezu, eine Strategie entwickeln muss und auch dafür allein die Verantwortung am Ende trägt, zusammen mit den Abgeordneten, die darüber entscheiden, das macht ja Politik aus und das macht es auch so schwer. Aber diese dilemmabewusste Offenheit nach außen zu tragen und dass praktisch wir immer daran teilhaben,
ist außergewöhnlich. Die Entscheidung ist ja oft bei Habeck längst gefallen, aber dann tut er so, als würde er uns noch mitnehmen, wie er zu dieser Entscheidung kam, ohne zu sagen, dass sie schon gefallen ist. Das ist eine große Kunst. Und ich meine, als Wirtschaftsminister zu sagen, wir werden alle ärmer und ich begleite euch dabei, das muss man erstmal bringen. Habeck hat so einen einladenden, inklusiven Zweifel geradezu, den er öffentlich macht. Und das auf Augenhöhe, weil er oft das eben auch über soziale Medien Auge in Auge einem gegenüber transportiert. Das ist eine besondere Art, etwas zu erklären, eben viel umfangreicher, viel kommunikativer im klassischen Sinne, aber eben auch in dieser Nachdenklichkeit eben mehr Fragen praktisch zuzulassen, als auch Fragen zu beantworten. Eine neue Form auch mit uns zu kommunizieren. Und wenn Sie sich überlegen, welche Rhetorik er verwendet, dann kann man auch immer verschiedene Kriterien erkennen, die er verwendet. Also wenn er jetzt zum Beispiel zu der Veranstaltung heute sagen würde, ja, liebe Mitglieder, ich bin nicht nur froh, dass ich hier bin, sondern ich finde es auch richtig, dass dieser Bauerntag in Gernsheim ist. Ich finde es absolut richtig, dass er in Gernsheim ist und nicht in Groß-Oheim. Ich kenne die großen Vorbehalte, die im Vorfeld gegenüber Gernsheim aufkamen. Ich akzeptiere all die Argumente, die dagegen sprachen, vielleicht in einen anderen Ort zu gehen. Ich finde es richtig, in Gernsheim zu sein. Aber, liebe Mitglieder, ob es gut ist, das weiß ich nicht. Und wenn Sie so argumentieren, gewinnen Sie jeden Elternabend. Denn Sie haben damit natürlich klar vier Kriterien gemischt. Richtig, falsch, im Sinne einer Verantwortungsethik, gemischt mit einer Gesinnungsethik, ob es eben gut oder schlecht ist. Und vier Kriterien in Gütekriterien vermischt zeigen eben Verantwortungs-, Gesinnungsethik in dieser Mischung. Und das ist etwas Besonderes, was ihn umtreibt, was ihn ausmacht und mit dem er den Transformationsprozess dieser Gesellschaft antreiben möchte, eben als inklusive Transformation, uns also mitnehmen möchte bei dieser Veränderung. Und das macht ja auch Sinn. Also veränderungspatriotisch sich auf Neues einzulassen und bei Sicherheitsdeutschen ist das schwierig. Verändern mit Bürgerkrieg kann jeder, aber verändern mit uns als Wähler und Wählerinnen uns mitzunehmen, das ist die große Kunst und das gerade in einer Aufregungsdemokratie ist auch mit sein Zeichen. Mein vierter und vorletzter Punkt ist, die Berliner Ampel relativiert auch die traditionelle Kanzlerdemokratie, auch das muss man uns nochmal bewusst machen. 2 oder 3 ist eben nicht nur ein Zahlenunterschied. Das Regieren zu dritt ist komplett anders. Das sagen viele Ampel- oder viele Dreierkoalitionen auch auf der Landesebene. 3 sind bewusst kontroverser und zwar systematisch vielfältiger. Das gehört einfach dazu. Und nie können sich 2 gegen einen verbünden, dann ist so eine Konstellation als Koalition auch zu Ende. Und die Kanzlerdemokratie, die von der machtvollen Machtzentrale ausgeht, ist einfach unter diesen Bedingungen Legende. Natürlich gibt es Priorisierungen, die aus dem Kanzleramt vorangetrieben werden, manchmal auch schriftlich, richtige Kompetenz angemahnt werden. Aber es gibt eben auch Entscheidungen, bei denen gar nicht erkennbar ist, wer die politische Macht in dem Fall hatte. Das macht das neue Regieren aus und daran müssen wir uns auch gewöhnen. Wir waren die GroKos in Serie, wie so eine ewig nie endende Lindenstraße hier gewohnt. Und GroKos heißt eben auch Diskursallergie. Es ist eine politische Ökumene gewesen, ein über einem Minenfeld, eine Zusammenkunft, ohne öffentlich die großen Unterschiede auszudiskutieren. Und es ist ja auch kein Zufall, dass wir viele der Ausschussvorsitzenden des Deutschen Bundestages kennen. Die kannten wir in anderen Legislaturperioden nicht. Der Bundestag ist viel vitaler, viel bunter, viel lebhafter geworden, als es bisher der Fall war. Und die Ampel eben blinkt in unterschiedlichen Richtungen, was
mit der Konstellation zusammenhängt, dass es eben drei sind und nicht zwei. Das würde ich nicht unterscheiden, nicht zu rückgängig schätzen, dass hinzu kommt, dass der Kanzler, das vergisst man oft, mit ja, den 25,7% das geringste Mandat hat, was jemals ein Bundeskanzler in Deutschland hatte. Und wenn Sie die Citrus-Koalition Gelb-Grün dazu nehmen und sehen, dass sie eine Mehrheit haben, ist die Kanzlerpartei erstmals in Deutschland auch in der ewigen Minderheit. Auch das hat es nie gegeben. Also ist doch das Auseinandersetzen, die Dynamik des Miteinanders, das Ringen öffentlich unterschiedliche Interessen, die wir alle unterschiedlich haben, auszuhandeln, unabhängig, dass nach 81 Tagen ein Cut kam und nach dem Krieg die Konstellation anders war, schwieriger. Und ich finde das sehr interessant, dass aus einer Kanzlerdemokratie letztlich auch eine Art von Lernkoalition geworden ist, kollaborativ. Das ist für uns zum Zuschauen unglaublich anstrengend, oft auch irritierend, aber es hängt mit der Konstellation zusammen, die wir als Wählerinnen und Wähler so beeinflusst haben. Meine fünfte und letzte These, die ampelige Kommunikation, die ampelige Führungserzählung zielt auf Transformation. Das ist ja das, was hinter der Fortschrittwagen-Koalition stand als Überschrift. Also Veränderungen, die anliegen, und es gibt eben unterschiedliche Arten, darauf sich einzulassen. Man kann Veränderungen über Alarmismus preisen, Angst machen, dass man sich verändert. Man kann die Entlasteritis grenzenlos erweitern, meint man zumindest, uns in allem mit Gießkanne zu entlasten. Man kann aber auch Zumutungen aussprechen, für die wir auch durchaus ein offenes Ohr hätten als Bürgerinnen und Bürger. Wann wird was zu einer Zumutung, in welchem Zeitraum, wie begrenzt ist das fair, ist das gerecht? Dann werden wir dafür auch zuhören. Das sind unterschiedliche Möglichkeiten, mit uns über Transformation zu sprechen und in dieser Dynamik auch die Veränderungen anzugehen, die anstehen. Es geht letztlich unter den Transformationsbedingungen idealtypisch darauf, Resilienz auszubilden. Und wir haben durch Corona, fast schon eine Generalprobe für große Krisen, viel an Resilienzüberlegungen ja gelernt. Eine ist, die Rolle von Wissen und Wissenschaft zu stärken, um dann, wenn etwas passiert, auch etwas mehr Wissen zu haben, wie man reagieren kann. Dann auch Fehlertoleranz zum Beispiel als eine Möglichkeit, mit Fehlern umzugehen, nicht nur aus ihnen zu lernen, sondern sie auch vielleicht offen zu machen, weil vieles, was wir an Mechanismen eingesetzt haben, um Krisen zu lösen, war eben etwas Experimentelles, was wir neu ausprobieren mussten, bei dem man nicht einfach lernen konnte, sondern auch nicht nur nachsteuern ausgereicht hat, sondern viel mehr an Wissen erfordert, um mit Fehlern auch am Ende als ein ja, Profilierungsfaktor geradezu umzugehen. Also Resilienz im Sinne von Widerstandsfähigkeit für die Demokratie, auch die Freiheit in Krisen nicht nur zu bedenken, sondern zu sichern, hängt auch damit zusammen, dass viel an Investitionen für Infrastruktur auch Teil von demokratischer Resilienz ausmacht. Wir wissen sehr genau aus Studien, dass diejenigen, die sich politisch einsam fühlen, extrem wählen. Wer also es schafft, dass Menschen ja, sich nicht einsam fühlen, dass sie also politisch nicht einsam sich fühlen, das heißt, dass dort ein Bus fährt, dass es also vielleicht eine Sparkasse gibt, dass es also eine Infrastruktur gibt, die den Namen verdient, wird sicher sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mittig damit freiheitlich gewählt wird, größer ist, als wenn das nicht der Fall ist. Sodass man Umkehrschluss sagen kann, jede Investition in eine Infrastruktur als Daseinsvorsorge lohnt sich. Sie sichert nicht nur den Standort, sondern sichert auch die Investition in eine freiheitliche Demokratie. Und Zukunftssicherheit, das ist ja der Punkt, der hinter Resilienz letztlich steht, ist etwas, was nicht nur wichtig ist, sondern eben auch politische Verlassenheit abmildert, auffängt und letztlich der Faktor ist, bei dem man über Resilienz auch sehr viel in dieser Gesellschaft verändern kann. Also, welche Tools brauchen wir, um widerstandsfähig zu werden gegenüber Herausforderungen, die wir noch gar nicht kennen?
das ist doch eigentlich das Interessante in der Schlussfolgerung von großen Transformationsprozessen. Und deshalb bin ich jetzt auch, wenn ich das am Ende nochmal zusammenfasse, das, was wir an Vorstellungen hatten über diesen Winter, ist ja so nicht eingetreten, diese große Unruhe, sondern wir müssen einfach sehen, dass wir in der Zeit der letzten Monate sehr große Veränderungsprozesse durchaus durchlaufen haben, auch als Sicherheitsdeutsche. Dass wir uns vor wenigen Monaten nicht vorstellen konnten, ohne Gas aus Russland und jetzt auch mit Ölembargo ohne Öl auszukommen. Und es funktioniert ganz offensichtlich. Also wir sind anpassungsfähig, ganz offensichtlich. Es gibt deshalb auch ein Comeback der Zuversicht für dieses Jahr. Im Blick auf Wahlen finde ich sowieso, habe ich ja versucht, das Ihnen zu erläutern, dass das mittig wird. Und ich bin da sehr zuversichtlich, auch dass das am Ende sich in dieser Form ganz gut umsetzen ist. Wichtig bleibt, und damit möchte ich auch enden nochmal, wie wir selbst mit Politikern und Politikerinnen umgehen, die ja für uns stellvertretend auch ihr Mandat übernehmen und ihre Interessen versuchen auch für uns durchzusetzen. Da erinnere ich mich immer an eine Begegnung übertrieben, es waren viele hundert da mit Helmut Schmidt, Bundeskanzler Helmut Schmidt, zum 80. Geburtstag in Hamburg, eine große Veranstaltung in einem großen Theater, war ich einer von vielen hunderten Zuschauern. Und Theo Sommer, der damalige Herausgeber der Zeit, hatte die Gelegenheit, ihn ein bisschen zu interviewen. Helmut Schmidt, auch Herausgeber damals der Zeit, ja, ein lebendes Denkmal geradezu. Zum 80. Und Theo Sommer fragte ihn, ja, Herr Bundeskanzler, sagt er immer noch, Herr Bundeskanzler, wir haben jetzt über viele Dinge an dem Tag gesprochen heute Morgen, aber wie ist es denn, Politiker können ja auch mal Fehler machen. Wie ist denn das, wenn ich da Sie mal fragen darf, so ganz vorsichtig, haben Sie auch Fehler gemacht in der Politik? Und Helmut Schmidt, wenn Sie sich noch daran erinnern, was macht er in solchen Situationen? Erstmal, ist auch Hanseat, ne? Der hat auch keinen Vokabelüberschuss wie Scholz. Ne? Zieht seine Zigarette natürlich erstmal ganz lange Züge, Nachdenklichkeit simulierend und sagt: Also, Herr Chefredakteur, die Politik kann es natürlich passieren, dass man Fehler macht. Das ist durchaus denkbar. Aber wenn ich nicht so richtig versuche zu erinnern an meine Zeit als Bundeskanzler, ich kann mich an keinen einzigen Fehler erinnern. Und das klingt natürlich sehr arrogant, passt dann auch zu dem Regierungsstil, aber ich fühle mich auch ein bisschen daran erinnert, weil er sagte, ich kann mich nicht erinnern. Das erinnert ja wiederum auch an den jetzigen Bundeskanzler, der auch nicht sich an alles erinnern kann. An dieser Stelle höre ich jetzt erstmal auf. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diesen bereichernden Vortrag, Analyse. Es erinnert mich so manche Situationen, die man auch persönlich dann irgendwo so im Berufsleben, im privaten Leben auch immer mitnimmt. Wenn man dann an Entscheidungen ist, wenn man mit Mitarbeitern umgehen muss, wenn man mit der Familie umgehen muss, wie man dann versucht, die Familie, die Mitarbeiter mitzunehmen. Es klappt nicht immer, dass man einfach Entscheidungen von oben herab nach unten dirigiert. Da gab es vielleicht mal eine Zeit, das hat es vielleicht vor 40, 50 Jahren einfacher gemacht. Es hat sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert, wir haben uns verändert. Um irgendwo eine Akzeptanz zu schaffen, müssen wir alle irgendwie zusammenarbeiten. Sie haben uns das mit Sachen Politik, mit Wählern haben Sie uns jetzt das durchleuchtet, haben uns das nochmal von Ihrer Sicht rübergebracht. Ich glaube, wir haben da alle jetzt was mitgenommen, wo wir zu Hause da auch nochmal drüber nachdenken können, wie wir uns selbst da irgendwo in manchen Dingen verhalten. Ja. Ich glaube, dann kommen wir auch nochmal manchmal zum Schmunzeln bei manchen Entscheidungen, die wir selbst schon getroffen haben und vielleicht auch die, die wir in Zukunft noch treffen werden. Vielen Dank, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben. Wir haben noch ein kleines Projekt, das steht hinter mir. Sie haben den Vorteil, dass der Herr Kunz keinen Wein trinkt. Deswegen kriegen Sie eine Flasche mehr. Ja, danke schön.
war der erste Teil heute. Morgen, ich darf mich recht herzlich bei den Zuschauern, bei Ihnen, dem Publikum hier bedanken, aber auch bei den Referenten, die heute mit uns hier diese ganzen Themen durchgegangen sind. Wir haben jetzt eine kleine Pause, nochmal zum Stärken, zum Mittagessen. Wir haben nochmal die Pressekonferenz, nachher um 1 Uhr geht es weiter mit der Bezirksversammlung. Gucken Sie sich auch das Programm nochmal an für die nächsten Tage. Es stehen noch mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Heute Abend die Landfrauen, wo Sie die Zuckerrübenverband über die Waldbesitzer. Nehmen Sie noch ein bisschen teil, informieren Sie sich, bereichern Sie die Veranstaltung. Vielen Dank, guten Hausweg. Danke.